Okay, liebe Freunde, es ist an der Zeit, eine Runde Portal 2 zu spielen. Lass mich direkt den Elefanten im Raum adressieren, okay? Ich hab das Spiel noch nie durchgespielt. Ich habe die erste Stunde davon gespielt. Ich habe den Koop vor 10 Jahren oder so gespielt. An sich kenne ich Portal 2 nicht wirklich. Ich meine, ich kenne natürlich den letzten Kampf gegen GLaDOS. Spoiler, schätze ich an der Stelle, mein Kampf gegen GLaDOS. Den Kampf habe ich natürlich gesehen und was der coole Twist daran ist, was super cool ist. Aber ansonsten, ich weiß nicht zu viel darüber. Ich habe von dem Spiel natürlich eine Videoreihe aufgenommen von vor ein paar Monaten, von welcher eine Folge online kam und dann habe ich es runtergenommen, weil die zweite Folge kam nie. Habe ich es runtergenommen, weil es war zu der Zeit, ich hatte davor gerade so eine Yu-Gi-Oh! Videoreihe gemacht, wo für Wochen Leute sich darüber lustig gemacht haben, dass ich in der Tat ein paar Leseschwierigkeiten habe und das war ziemlich spaßig. Und dann bei Portal 2 die erste Folge kam und Leute haben auch schon wieder über jede Kleinigkeit gemeckert und ich dachte mir, ich werde mich jetzt nicht noch für die nächsten Wochen wieder wegen irgendeinem Schwachsinn die ganze Zeit anpöbeln lassen. Nee, gar keine Lust mehr. Und so war es dann auch. Aber es ist 2024, ich bin natürlich ein gewachsener neuer Mann an der Stelle, eine frische Person und dementsprechend sind wir zurück. Wir sind zurück, wir fangen natürlich neu an. Denn den Anfang mochte ich sehr. Ich hoffe, die Lautstärke wird passen. Wir werden sehen. Ich habe nämlich auch keine Einstellung für die Sprache. Warte, habe ich keine Einstellung für die Sprache gesehen? Nee, warum kann ich die Sprachqualität nicht einstellen? Soll das so? Bisschen komisch. Eins Spieler. Lohnt sich ein Aufstieg von Aufstieg und Fall von Valve schon? Nee. Gemessen daran, wie viel Zeit ich nach wie vor mit Steam-Spielen verbringe, würde ich sagen, nee, eher nicht. Wenn ich spoilern, kannst Portale benutzen. Das ist der Anfang einfach. Wir klicken hier drauf. Starten. Ne, Videoreihe ist ein großes Wort für das. Es war halt ein Video. Dann dachte ich mir, nein, ich will nicht. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Nee, komm, direkt zu leise. Nee, du. Frage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu leise, aber das sind halt alle Soundeffekte. Nach oben sehen. Oh, stark. Ist der in alle Richtungen gewölbt oder nur rechts und links? Ist ein Sony-Modell. nach oben sehen. Ja, ich schau hoch. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Krieg ich hin? Ja. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Easy! An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das sehen wir! Sie hören jetzt einen Buzzer. Das ist ein Speedrun! Bewundern Sie die Kunst. Was ist das Kunst? Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ich fühle mich intellektuell durchaus stimuliert gerade. Oh, okay. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Schlafen? Oh Junge, darin bin ich ein Wikinger. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Ich hasse dieses Klopfen. Hallo? Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Oh, der Gedanke, dass jemand so stürmisch an meiner Haustür klingelt, das gefällt mir nicht. Hallo? Furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hol uns schon hier raus. Oh mein Gott, das ist der Sprecher von Donkey Kong aus dem aus Donkey Kongs Abenteuer. Ihr müsst wissen, Pre-Stream habe ich erwähnt, dass ich aktuell an dem Video dazu arbeite. Und ich habe natürlich alle Folgen gesehen. Ich wurde jetzt mit dem Skript fertig. Und ja, stimmt.
Das ist doch der Bananenhammer hier. Entschuldigung. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Na, ich halte mich fest, wenn ich es für nötig halte, Wheatley. Ich werde es wahrscheinlich Hockey nennen, weil er mich an Hockey erinnert. Der hat auch ein blaues Auge. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Alles gut, alles gut. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ja, höre ich öfter. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Ja! Yeah. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja! Hirnschaden! Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel! Hirnschaden! Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Die Sache, die Leute stinkig gemacht hat, war übrigens, dass ich Wheatley nicht so lustig fand. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Deswegen tue ich jetzt so, als ob ich's, Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Als ob dem so die wäre. Die Reserveenergie ist alle. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Das ist knifflig, die Mikrowelle ist weg. Keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Das ist der Synchronspeicher von Donkey Kong. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Ich muss mich konzentrieren. Ich auch. Für Videospiele hier gerade. Was ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Das ist ganz schick hier, nette Lagerhalle. Nicht sicher, wofür sie gut ist, aber wahrscheinlich um Testsubjekte zu lagern. Keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Alles klar, Donkey, was auch immer du sagst. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Warum genau musst du eigentlich fliehen, Wheatley? Ich habe das Gefühl, die Story wirft noch ein paar Fragen für mich auf. Ich bin jetzt gerade schon fast 10 Minuten im Spiel. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Und ich glaube, ich weiß noch nicht ganz, worauf es hinausläuft. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also... Schön bei der Sache bleiben jetzt. Bin bei der Sache. Stark. Ich kann sehen, ich mag die Grafik immer noch sehr. Ja. Das hätten okay, wir lassen ihn kurz reden. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Stimmt. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, danke. Ich würde es bevorzugen, wenn du mich Meister nennen würdest, aber... Naja, okay, man kann ja wohl nicht alles haben, wie es aussieht. Ja, ja, es geht gleich los. Genau. Ich mag die Grafik immer noch sehr. Direkt durch das Loch da. Ich gehe durch das... Wie konnte ich Wheatley nur nervig finden? Ich kann es mir gar nicht erklären. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment. Ja, die erste halbe Stunde ist ein bisschen... Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Oh mein Gott, das ist wie ein Portal. Ich habe Portal 1 durchgespielt. Nee, ich will nicht, dass er mich Meister und Gebieter oder so nennt, sondern einfach nur so ein kameradschaftliches. Darf so was sein, Meister? Willst du noch Senf auf die Wurstmeister oder sowas? Steht ja sowas in der Richtung. Nicht richtiger Meister, sondern nur so ein freundschaftlicher Meister. Moin Meister, ja genau sowas, so sollt ihr mich ansprechen. Das ist die richtige Beziehung, die wir zueinander haben sollten. Auf jeden Fall grafisch.
Ja, das Spiel sieht grafisch fantastisch aus. Generell habe ich das Gefühl, ich meine, okay, man sieht bei Texturen natürlich ganz klar, dass es gealtert ist. Aber das generell bei Spielen, die zu der Zeit rauskamen, was so die PS3, Xbox 360-Ära war. Viele von denen sehen immer noch relativ in Ordnung aus, wenn man sie in halbwegs okayer Auflösung spielt heutzutage. Oh ja, das bin ich. Ich bin... Johnny kann sich immer merken, wie dieser Charakter heißt. Ich nicht, aber... Ich habe super Sprung-Prothesen oder sowas. Shelly? Shell? War einfach nur Shell? Shell? Wie die Tankstelle? Ich weiß nicht, was ich davon halte, ehrlich gesagt. Naja. Selbst Prothesen oder sind das nur Superschuhe, was ich hier habe? Was hat's damit auf sich? Shell mit C? Das ist nicht wie die Tankstelle. Selbst Prothesen oder Superschuhe? Schuhe? Schuhe? Okay. Ein paar coole Trampolinschuhe. Kann man nicht genug haben. Moin Meister, das sind Longfall-Boots. Ja. Ich weiß Bescheid. Ich habe schon mal ein Rätselspiel gespielt, Kollege. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Ne, wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Die neue Tritt aus dem Second-Hand-Shop. Habt ihr mal gebrauchte Schuhe gekauft? Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Okay. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Das wünscht man sich nicht. Ich für meinen Teil, ich denke, gebrauchte Klamotten schwer in Ordnung. Generell gebrauchte Dinge kaufen kein Problem mit, aber eher so viel Schuhe, das ist eine Sache. Ich meine, wenn sie nur einmal getragen wurden oder so, kann man drüber nachdenken, aber unter anderen Umständen, nee, ich glaube, gebrauchte Schuhe müssen nicht sein. Ich glaube, das muss nicht sein. Ein Portal. Dann nehmen wir doch mit. Ich bin doch ein alter Portal-Freak. Oh, jetzt komme ich hier durch. Genau. Ich mag aber auch die Optik hier mit den ganzen Gewächsen, die hier runterwachsen. Das ist immer generell mal ganz hübsch, wenn man zwar eine zerstörte Gegend hat, aber dafür die Pflanzen sich wieder zurückerobern, was ihnen gehört. Bisschen Nier Automata-Style. Das Spiel ist ein bisschen zu sehr von Nier Automata inspiriert, aber was soll man machen? Bist jetzt VTuber geworden? Ja. Schuhe, ist das nicht so ein Fetischding eher? Ich meine, zum Teil schätze ich... Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okay, das finde ich nett von ihm, ehrlich gesagt. Werde ich beim Avatar bleiben? Ja, ich denke erstmal für die regulären Streams. Ich will nicht immer die Kamera ewig anhaben, das wird ein bisschen nervig. Aber für selbst als Sonntag, okay, dafür mache ich sie an. Aber ansonsten, ich finde es angenehmer, so zu streamen. Ich nicht das ganze Licht die ganze Zeit immer anhaben muss. Bisschen nervig, ob ihr es glaubt oder nicht. Schwer zu glauben, ich weiß außerdem... Oh, warte, wir haben von Shiri, 55 Euro, wann ist das passiert? Vor 13 Minuten? Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird... Ist einfach nur ein Politik-Joke an der Stelle. Warte, lass mich das nochmal. Kann ich nicht nochmal? Oh, es wird eh... Oh, das ist ein bezauberndes Bild. Von Shiri 55 Euro. Vielen lieben Dank. Großer Gott, ich hätte jetzt fast verpasst. Ich habe das Gefühl, ich bin... Ich muss irgendwie herausfinden, warum ich meine Alerts alle gemutet habe. Ich verpasse alles. vielen lieben Dank aus dem Helfband im Hoden. Gibt's dafür TD94. GG Eng, frischer Sub und Dark Krimo. Ich glaube ebenfalls frischer Stuff. Vielen lieben Dank. So. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ja, ich glaube, davon kracht man runter und... Ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Ich glaube, davon kracht man durchs Glas und da ging dann damals die erste Folge zu Ende oder so. Kann das sein? Ja, ich schau mich um. Podest da vorne. Nee, ich... Beziehungsweise gleich. Lebst du
Ich lebe noch. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Okay. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ich würde mir an dem Punkt wünschen, wir würden uns in einer Stunde sehen. Ich muss nochmal anmerken. Wenn man das Spiel gerade streamt oder ein Video dazu macht, Wheatley ist sehr störend. Er ist sehr, sehr, sehr störend. Sehr, 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 sehr störend hier gerade. Aber das ist okay. Außerdem von der King Kudo. Was ist das? 40 Bits. Vielen lieben Dank. Genau, sie haben, das ist GLaDOS hier gewesen auf jeden Fall. Da ist der GLaDOS-Kopf und da sind andere Kugeln oder was auch immer. Ein paar Wissenschaftler, die haben einen Block. Der eine hat eine Glatze, ist natürlich, der ist der cleverste von allen. Und ihr seht, er steht auch ein bisschen, er ist der Einzige, der nicht in der Gruppe von den Leuten, steht. Und der Grund dafür ist natürlich, weil er zu schlau für die anderen ist. Und deswegen wisst ihr, dass sie sich von ihm ein bisschen fernhalten müssen. Wo ist eigentlich das blaue Portal von deinem Avatar? Ich habe überlegt, ob ich eins machen soll. Dachte ich mir, naja, dann ist das Ganze ein bisschen sehr überladen. Und dann... ich habe keine Ahnung. Ich glaube, GLaDOS hat die Leute umgebracht. Und einer hat den Companion Cube angebetet oder sowas. Ich für meinen Teil habe den Companion Cube natürlich umgebracht. Dürft ihr nicht vergessen. Und dann hat GLaDOS uns ein Stück Kuchen gegeben. Und da ist immer noch hier mit dem Companion Cube. Oh ja, es sind keine Prothesen. Hier sieht man es ganz gut. Der Kuchen ist doch die Wahrheit, wie sich herausstellt. Und dann... Ich glaube, das ist die falsche Reihenfolge. Vielleicht hätte ich eher die Manga-Reihenfolge wählen sollen. Da ist auf jeden Fall Chell entlang gelaufen. Portal Gun... Nee, warte, ist das die unbekannte neue? Ist das eine andere Person, die Portal Gun hier von ihr gefunden hat? Verfolgen wir hier die Geschichte von dieser mysteriösen Person, die wir nicht kennen? Das ist doch nicht Chell, oder? Weil die wird ja richtig dargestellt. Das ist doch jemand anders. Das ist jemand, der mit dem Companion Cube unterwegs war, den wo auch immer gefunden hat. Und dann hat die Person gesagt, ah, shit, der Portal Gun. Leg ich mal da rauf. Oder nicht? Aber das wiederum sieht dann wieder aus wie sie. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ist jemand anderes? Oh, seht ihr? Ich hab's verstanden. Na, ja, willkommen, Fully. Im Spiel erfahren wir nicht, wer es ist. Ist das eine Sache, die man in Comics oder so erfährt? Gehen wir direkt weiter. Freunde, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ab jetzt denken wir in Portalen. Wird gar kein Problem geben. Monitor... Weg mit dir. Brauchen wir nicht. Ich spiele Portal 2 effektiv zum ersten Mal. Ich habe die erste Stunde mal gespielt. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ich hätte gerne Robotergesetze. Machen wir das hier rüber. Und dann gehen wir da durch. Gut. Wenn Sie und dann haben wir es ja auch schon geschafft. Wenn Sie Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ja, ich trage öfter ein, dass ich das Gefühl habe, um meine Rechte wird sich nicht gekümmert. Das wäre eigentlich immer ein ganz guter Weg, seine Rechte zurückzubekommen. Außer von Karottenkopf. 24 Monate, 2 Jahre. Resub, vielen lieben Dank. Mr. Monk, 32 Monate. Dafür, vielen lieben Dank. Ich glaube, die Roboter sollten mehr Rechte als die Menschen haben hier in dieser Gegend. Um zu vermeiden, dass ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Yeah. Das ist der Stoff. Oh. Die Jackson 5 sind hier. Alle 5. Also sie zählen nur bis 3. Das war Jackson 5, oder? Erzähl mir doch nichts. Das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Komm mal raus. Das sagte ich mich auch beim letzten Mal, als ich es gespielt habe. Ich frage mich, ob es irgendwo irgendwelche coolen Secrets zu sehen gibt, wenn man nach oben geht, weil man so hart mit Portalen denkt.
Gab es nicht auch irgendwie, ne, gab es nicht auch irgendein so ein Visual Cue, wo man Portal setzen kann und wo nicht? Oder kommt der erst später, wenn man beide hat? Weißt du nicht so, dass die Teile außenrum dann ein bisschen anders aussehen, wenn man irgendwo ein Portal setzen kann? Aber davon erkenne ich gerade gar nichts. Sieht für mich alles gleich aus. Kommt vielleicht erst später. Keine Level sind für Portale. Das weiß ich. Aber war da nicht auch irgendwas, dass man an der Portal Gun, beziehungsweise an dem UI da vorne im Fadenkreuz selber erkennt, wenn es geht und wo nicht? Die VR-Mod von Portal soll auch relativ scheiße sein, oder nicht? Ich weiß, dass Leute auf jeden Fall nicht zu begeistert von dem Raytracing-Support von Teil 1 waren. Nicht, dass ich mich dran erinnere. Hätte ich mir vielleicht eingebildet. So, wir haben den da drüben. Oh ja, wir nehmen erstmal den mit. Komm mal her. Rüber hier mit dir. So. Und dann... Oh ja, gehen wir dann hier rüber. Oh nee, warte, jetzt hab ich reingeschissen. Will mir ja gar nicht. Dann nehmen wir den nicht mit. Gehen wir hier rüber. Gute Arbeit. Easy. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Dankeschön. Das mache ich meistens so, ehrlich gesagt. Sehen, wenn das Spiel so weitergehen würde, wenn Rätselspiele immer so wären wie das hier, würde ich sagen, ja, ich würde öfter Rätselspiele spielen. Das dachte ich zumindest für lange Zeit, aber ich habe das Gefühl, ich habe letztes Jahr ein bisschen mich an Spielen mit einem gewissen Rätselfaktor rangetastet und oh. Ja, ich schon mal gesehen. Das bin quasi ich. Ich habe das Gefühl, hauptsächlich braucht man einfach immer ein gewisses Ausmaß an Geduld. Und man muss wissen, an welchem Punkt man bei dem Rätsel dann... Oh, man kann zoomen. An welchem Punkt man bei dem Rätsel vielleicht einfach googelt. Wie sieht dein Schlafrhythmus zurzeit aus? Ich bin eine Person, die sehr große Probleme damit hat, wenn ihr Leben nicht nach gewissen... gewissen Mustern folgt. Dementsprechend ist mein Schlafrhythmus seit sehr vielen Jahren sehr, sehr, sehr konstant und stabil. Und aktuell schlafe ich eine halbe Stunde länger, als ich mir wünschen würde, aber um 23 Uhr ist Zapfenstreich und um 7 Uhr stehe ich auf oder aktuell eher so halb 8 bis 8. Aber das kurz vor 8 aufstehen ist ein Problem für mich, weil ich um 8 Uhr einkaufen gehe. Steht ihr? Naja, mein Schlafrhythmus. Wenn der mal aus dem Ruder läuft, dann... Oh Gott, dann ist einiges schiefgelaufen, Freunde. Dann sind Dinge schiefgelaufen. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Ja, da kann ich rein. Oh Gott. Okay, das war, glaube ich, der letzte Raum, den ich gemacht habe. Silvester auch im Bett verbracht. Ja, an Silvester war ich länger wach, okay? Aber nicht, weil ich wollte, sondern weil ich mehr oder weniger musste. Wie ein Rentner? Wieso? Ich schlafe meine 8 Stunden. Wieso ist das wie ein Rentner? Wieso ist 8 Stunden schlafen was für Rentner? was soll das denn jetzt? Wieso hast du das Spiel dann neu gestartet? Ich hab's nicht länger aufgenommen, weil ich keine Lust hatte auf die Videoreihe. Aber ich hab das Portal, glaube ich. Habe ich Switcheroo gemacht? Nee, ich hab... Ah ja, da kommen die Blöcke raus. Zum Glück weiß ich noch, wie dieser Raum hier funktioniert hat. Nee, der letzte, den ich gemacht habe, war der, wo man auch so ein bisschen sich nach oben schleudern musste. Das war auch so eine Energiewand und sowas. Steh auf vom Aldi um 7 Uhr und warte, bis der öffnet. Also fast wie ein Rentner. Das mache ich nicht. Ich gehe um 8 Uhr los. Komm schon. Und pass mal auf, ich kann euch an der Stelle noch eine Geschichte erzählen. Der Fully hat davon gehört. Er weiß Bescheid. Ich habe letztens verpasst, das spricht übrigens auch gegen die fiese Rentner-Theorie, die hier so oft geäußert wurde. Nämlich habe ich verpasst... Ah, mies. Ich glaube, ich muss da drüben noch umstellen. Ich verpasse, dass am 6. Feiertag ist, weil... Ich meine, ab irgendeinem Punkt denkt man sich, okay,
Ich glaube, wir hatten genug Feiertage. Vor allem, weil sowieso alles ein längeres Wochenende an dem Punkt das war. Es hat sowieso schon meinen ganzen Tagesrhythmus empfindlich durcheinander gebracht, okay? Also meinen ganzen Wochenrhythmus. Das heißt, das hat mich schon ein bisschen gestört. Und dann setzen wir hier noch ein Portal und dann kommt einer raus? Da kommt einer raus. Was macht das? Oh, stark. Damit kann ich was anfangen. Easy. Easy. Auf jeden Fall. Ich hatte dann nichts da, weil ich eigentlich am Samstag einkaufen gehen wollte. Dann hatten am Samstag die Läden zu und am Sonntag auch. Und ich war dann länger davor nicht. Das war ein bisschen nervig, okay? Das Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Das war eine Sache, die ein bisschen nervig ist. Und dann habe ich mir... Ich habe mir Kekse gekauft, okay? Ich dachte mir, man, ein paar Kekse... Hast du die Kekse schon erzählt? Ich bin gerade dabei, Fully. Ein paar Kekse wären doch super. Hier, von der Edeka Eigenmarke. Cookies mit Kakaofüllung. Johnny hatte die gleichen da, wie sie rausstellt, als ich die Geschichte erzählt habe. Und, nee, lass mich mal weitergehen. War einkaufen, hab sie gekauft, habe ich vergessen, sie einzupacken. Ich war zurück und habe ich gesehen, die Kekse sind nicht da. Ich war schon auf dem Zuckerentzug. Ich hatte ja wie zwei Tage davor schon auch keine Süßigkeit da. Wisst ihr, wie es ist für einen stämmigen Punzkerl? Wenn der keine Süßigkeiten da hat, ist ein Graus. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Oh, bei diesem Raum helfe mir Gott. Und ja, das war ein bisschen nervig. Ich war heute dann wieder einkaufen. Die Frau in der Kasse meinte, hey, beim letzten Mal haben sie doch Kekse gekauft. Aber die haben sie ja vergessen mitzunehmen. Im Laden auch bezahlen vergessen, ja. Yeah. Und dann meinte sie heute, ja, yeah, dann, ich habe natürlich die Kekse nochmal gekauft aus Trotz. Und dann meinte sie, ja, dann können sie die, müssen sie nicht zahlen. Da dachte ich mir, ja, yeah, so sieht's doch aus. Das ist Service. Und so war es dann auch. Ich denke, sie kennt mich, ja. Bin Star. Bin der Star vom Keksregal. Nee, das heißt, hat mich wirklich gefreut. Es war eine Kleinigkeit, aber dennoch. Der Kunde ist schließlich König. Der Kunde ist schließlich König. Hat's auch Glück, dass sie gleiche war. Um die Uhrzeit ist irgendwie meistens sie. Oder der eine Typ, der neu ist und der nie weiß, wie die Sachen von dem Selbstbedienungsbäcker heißen. Dann hole ich was und sage, ja, wisst ihr, was heißt? Ich denke mir, und ich sage dann, nein, ich sah gut aus, habe ich es mitgenommen. Wahrscheinlich irgendwas mit Käse. Und dann tippt irgendwas ein und denkt mir, ja, wird schon stimmen. Was ein Tante-Emma-Laden? Nee, aber... Ist generell kein so großer Laden halt. Ich habe bei McDonald's einen Burger zu viel bekommen. Ich weiß bis heute nicht, ob es extra war, weil die da gearbeitet hat, eine Stufe unter mir war oder ob es Zufall war. Aber wie sah sie aus? War es vielleicht eine Botschaft, der du hättest nachgehen sollen, herauszufinden, ob es eine ist. Man hat natürlich auch Vorteile, wenn man jemanden kennt, der im Fastfood-Restaurant arbeitet. Ist die Nachricht von Gott, was meinst du, im Spiel? Okay. Ich glaube, das war der letzte Raum, den ich gemacht habe aus dem Spiel. Donation? Ach so, 1 Euro. Du musst nur mit Portal denken, Sohn. Ach so. Oh ja, ich werde es versuchen. Danke, Gott. Sehr, der da oben, der passt immer auf mich auf. Ach du Scheiße, wie war denn... Ach du Scheiße, wie war denn irgendwas hier? Wir nehmen jetzt mal den Blöckerich mit, okay? Ach du Scheiße. Der Schalter ist da drüben. Das heißt, wir werden einfach mal... Versuchen wir einfach mal dahin zu gehen, okay? Stark. Stark, 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 stark. Ja.
Sieht doch ganz gut aus soweit, würde ich sagen. Vielleicht war es doch noch nicht der Raum, den ich gemacht habe. Nee, das ist der Raum. Ja, irgendwas daran habe ich nicht verstanden. Für irgendwas werde ich noch ein bisschen länger brauchen. Der alte Möge wird uns am Freitag auch Portal 2 streamen. Ja, wir streamen es Mittwoch, Donnerstag und potenziell auch Freitag ab 18 Uhr. Je nachdem, bis wann ich es durch habe. Au. Je nachdem, wann ich es denn durchhaben werde. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich bin dumm und verstrahlt. Ich fühle mich auch nicht alleine, die Zivilisation neu zu starten. Meiner GameStop-Filiale wird der Kunde geduldet, mehr ist nicht drin. Beginn zu GameStop. Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck! Hallo! Hier oben. Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Hast du den Hirnschaden jetzt zugezogen? An, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Oh, und da. Oh, ach ja, und sie machen diesen Joke, glaube ich. Na los, schließ mich schon an. Also ich kann euch sagen, wenn ich an GameStop denke, dann denke ich in erster Linie an irgendwelche komischen Funko-Pops und sowas. An den Stick da vorne. Steck mich direkt drauf. Ich steck dich auf den Stick. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Er ist halt nein, echt sehr wie Hockey. Kannst du kurz umdrehen? Das ist halt genau das, was Hockey sagen würde. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Okay. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Hallo. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Okay. Weiter, weiter. Hallo. Ich bin anders. Hallo. Die scheint ganz nett zu sein, die Drohne. Ich wollte eigentlich nur Weekly reinhalten, aber die scheint ganz in Ordnung zu sein. Hallo. Verstehe ich, wieso Funko Pops sie liebt sind? War, ich weiß nicht, sind sie... Oh mein Gott, dieses Jahr kommt Funko Pop Videospiel raus, Freunde. Ich habe letztlich eine Liste geschaut mit Spielen, die 2024 rauskommen. Und da war so ein Funko Pop Adventure. Ich dachte mir, was? Sind die nicht... Juckt die doch jemanden? Aber für die Funko-Pop-Fans da draußen. Das Funko-Pop-Open-World-Adventure wartet auf euch. Ich soll dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Na, meine Schwiegermutter, habe ich recht? Yeah, so sieht's doch aus. Außer von Schmackos Kaktus, 2 Euro. Super Chat, vielen lieben Dank. Um noch besser im Keksregal flexen zu können. Ehrlich, oh ja. Ich will da nicht reingehen. Nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Erinnerst du dich an den Ort? Da ist sie. Ja, da haben wir gegen Gladys gekämpft damals. Üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Frauen weißt halt. Du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Eine Frau, oder? Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden.
Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Verlockend. World of Final Fantasy ist doch schon einige Jahre alt. Okay, World of Final Fantasy war nicht so spaßig, wie es aussah. Treppe runter, Treppe runter, Treppe runter. Nein, obwohl, das... Oh. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ja, yeah, uns geht's gut. Er klingt so sehr wie Hockey. Glaubt ihr, Hockey... Wie viel hat Hockey Portal 2 gespielt? Ich frage mich gerade, ist er vielleicht großer Fan davon? Kommt's daher? Ich bin so verwirrt. Außer von, oh Gott, Jim Maniac. Frischer Sub. Horafim, ebenfalls frischer Sub. Der Blee, 3 Monate, Resub. Genau, und dann ist der 2 Euro. Dingens. Hockey ist genauso unlustig, passt alles. Schon wieder runtergesehen. Ich kann ihn nicht fallen lassen übrigens. Scammers Kottchen-Plattform und Dinosaurier-Spiel. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass Portal existiert. Ich meine, er hat Chrono Trigger aber gespielt letztens. Das ist halt eine Sache, die Johnny nicht machen würde. Muss man ihm zugutehalten. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also, meine Fanbase und die... Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Okay. Also, die Bilder hier, die sind von der Person gemacht, über die ich mir das Maul gerade zerreiße. Die sind von Hockey. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Vorhin hat mir Gott auch ein bisschen was über Portale erzählt, tatsächlich. Ist okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Wir aktivieren, glaube ich, alle Schalter gerade. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Ich habe nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Wheatley? Oh nein. Oh nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Also nicht so ungut, Lerdos. Wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Wenn sich beruhigt, kann ich sagen. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ich fand den Bosskampf gegen dich gar nicht so spaßig, Lerdos. Also ich wollte dich ja gar nicht. Ich wollte das ja gar nicht. Oh oh. So tief fallen, das wäre auch nicht mein Traum. Au. Ohohoho. Da wären wir. Das geht aber auf die Gelenke, du. Stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen. Wie früher. Wie früher, yeah. Weil ich vorhin gesehen habe, Hockey ist unlustiger, aber kann zeichnen. Ich denke, Hockey ist ein sehr lustiger Kamerad. Er ist ziemlich gut darin, bisschen wie eine Cartoon-Figur sich zu verhalten. Da ist sie. Warte.
Ehrenclown. Gut, yeah! Das Doppelportal gerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg. Oh, ich bin gleich so viel schneller unterwegs. Easy. Außer von Robin, 29 Monate. Restart. Vielen, vielen Dank. Und von Swimmy, 5 Euro. Super Chat. Auch dafür, vielen, vielen Dank. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ja, worüber wollen wir reden? Das Wetter, oder? Das Wetter. Nee, lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ja, 60 Jahre, das trifft's ganz gut. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Weg damit. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Yeah! Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Oder Videospiele spielen. Habt ihr damals in euren Lebenslauf geschrieben, dass Videospiele eins eurer Hobbys sind? Ein Lehrer meinte mal, ja, man könnte vielleicht, ich weiß nicht was, ich glaube irgendwie für sowas in der Richtung oder so, meinte, der kann man schon reinschreiben. Verzeih das Chaos, ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Okay. Ja, Bewerbungen waren immer, komisch. Muss man immer komische Scheiße reinschreiben. Oh. Ach, warte, wir machen das blaue Portal mal woanders hin. Kann ich hier rüberspringen? Das Wasser ist ja noch nicht so tief. Der ist doch noch gar nicht so tief hier. Machen wir hier? Easy. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ich hab's reingeschrieben, bin jetzt Manager bei GameStop. Und dann entschuldige ich mich für meine, meine GameStop-Aussagen von vor 10 Minuten. Ich habe mich in meinen IT-Bereich beworben, da hatte ich einfach Computer-Generals-Hobby angegeben. Oh, das ist clever. Ich glaube, sowas hatte ich auch. Ich weiß nicht mehr. Ich habe vor 1-2 Monaten mal überlegt. Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Okay. Einer müsste in der Ecke sein. Hui. Ich habe vor 1-2 Monaten überlegt, ob ich vielleicht eine Sache ist, was man bei GameStar machen kann, ist, man kann sich bewerben als ein freier Redakteur. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht mal machen wollen würde. Dann dachte ich mir, vielleicht auch nicht. Warte, wie... Ah ja, wir brauchen den Würfel. Das Würfelchen brauchen wir. Ich glaube, da würde man sowas eine Bewerbung schreiben.
Mogi Games, der Beitrag zu Metro Prime 4. Ich glaube, ich müsste keine richtige Werbung schreiben. Ich glaube, ich könnte einfach hingehen und sagen, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, wollt ihr nicht? Habt ihr nicht Lust, mir eine Stelle zu geben? Sie machen hier noch ein Portälchen. Oh Gott. Gut gemacht. So. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Was wärst du geworden, wenn YouTube etc. nicht funktioniert hätte? Das ist eine Frage, über die ich mir sonst immer nie so ganz sicher war. Aber eine Sache, die ich mal gemacht habe, es war so ein freiwilliges Jahr. Und zwar, was wir da irgendwie gemacht haben, waren so verschiedene für Wohltätigkeitszeug, Wohnungsentrümpelungen und sowas. Und ehrlich gesagt, dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde sowas am liebsten wieder machen, wenn dann. Das war super cool. Du hast viele coole Dinge gesehen und natürlich den ganzen alten Müll aussortieren, um zu sehen, was sowas wert ist, sowas nicht. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Hallo Margarino, kleiner Tipp für dein craftiges Treppenabenteuer, wenn du den Stack aufhebst und dann der rechten Maustaste drückt, hältst das Trepp-Rezept verfüllst, verteilst du den ganzen Stack gleichmäßig. Wenn du den Stack aufhebst und damit der rechten Maustaste gedrückt halten, das Trepp-Rezept verteilst, verteilst du den ganzen Stack gleichmäßig. Ja, das habe ich doch gemacht, oder nicht an einigen Stellen, wo ich dann immer 3 oder 4 jeweils verteilt habe. Morgi, komm vorbei, räum die Bude auf, kriegst auch einen 10er. Ja, quasi. Das macht man hauptsächlich bei Leuten, die halt tot sind und niemanden mehr haben, der das Zeug wegräumt. Irgendjemand muss die Scheiße leer machen. Und ich kann euch sagen, das ist ein Job mit Zukunft. Gemessen an, dass immer mehr Leute einsam sterben. Kann ich da einfach? Da kann ich einfach rüber. Ich habe an einem Kleidercontainer Nintendo gefunden, der in der Tasche war. Das war der beste Arbeitstag, den ich je hatte. Hey, was ist das denn jetzt? Gratuliere. Dankeschön. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ja, cool. Danke. Trepp-Kommentar meint die linke Maustaste. Bisher gibt es noch eine Folge online. Das vielleicht kommt später noch. In der ersten Folge legst du immer Treppe für Treppe im Crafting-Table. Ja, das habe ich weiterhin auch gemacht. Nee, da weiß ich nicht, wie es geht. Ich werde mal fragen, wie ich effizienter craften kann beim Thema der nächsten Aufnahme. Ja, ich glaube, GLaDOS ist ein bisschen nervig. Bei Zwangsräumungen kommt man dann auch zum Zug. Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ich schätze, Zwangsräumungen könnten dann auch drankommen, aber ja, keine Ahnung. Ja, aber eine Frage. Ich möchte mit Gaming-Videos anfangen, aber mit Kamera steuerst du vielleicht ein paar Tipps. Ja, blend Gameplay oder so ein einfach. Das machen super viele. Vor allem weil speziell bei Gaming-Videos. Also gibt sehr viele Kanäle, die gar nicht die Kamera verwenden oder sowas. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Oh, hier muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selbst kille. Düsen wir mal zum Schalter rüber. Spielt Fully mit unserem komischen Texture-Pack? Nee, wir mussten ja alle den Shader anmachen. Den Hockey als einziger nicht hat. Frau von einem Kollegen organisiert solche Räumungen und die werden echt gut bezahlt. Ich habe da hin und wieder mal mitgemacht. Da wird schon gesagt,
Zum ersten muss die Wohnung, wie gesagt, bis zum ersten muss die Wohnung leer sein. Dafür gibt es 5 bis 10 Euro. Egal, wie viel Arbeit es war. Was? Ich meine, ich habe von dem Aspekt nichts mitbekommen. Wir haben, ich weiß, dass wir es gemacht haben. Leute waren, wir haben es generell bei Leuten gemacht, die nicht viel haben und sowas in der Regel. Oder bei Leuten, die super viel haben, aber es ist halt komisch. Es waren viele Leute, viele bedürftige Leute. Alte Leute natürlich auch. Und auch superreiche aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, da war man dann wirklich teilweise diesen super seltsamen, riesigen Villen und sowas und sollte irgendeine Scheiße holen oder so. Aber in der Regel hat man super viel Trinkgeld bekommen. Das heißt, war nicht unüblich, dass man für 2 Stunden dann jeder 20 Euro Trinkgeld oder so bekommen hat. Das heißt, das war so das Geld, das ich damit verdient habe. So, warte, was passiert, wenn wir eigentlich hier... Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Genau. Das können wir dann hier rüber lenken und dann... Stark. Also, wir machen das dann hier drüben hin. Ja, 5 bis 10.000 kann man mal mitnehmen. Warte, ist der hier im Weg. Den will ich hier gar nicht im Weg haben, den will ich mit rübernehmen. Das war rechte Maustaste. Hier hin. Komfortabel nicht gestorben. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Aufzug und wir testen weiter. Was soll das denn jetzt? Ich gebe doch mein Bestes. Oh Gott. Leute, 1000 Euro Miete für den Container von der Stadt und der gibt ihm nie leichter ein Auto finanziert. Das klingt sehr stark. Der Streamformat von YouTube ist ja stark. Dankeschön, das war damals, als ich die Videoreihe machen wollte. Hab einen superreichen Jahr mit 200 gerechnet. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Dankeschön. Das Gefühl, eine bessere Geschichte wäre sowas gewesen, wie dass die reichen Leute kaum Trinkgeld geben oder so. Ich glaube, es war tatsächlich relativ gleich. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Lethal Company machen. Wir haben noch am Dienstag 4 Folgen aufgenommen, wo Zombie auch mit dabei war. Ich würde mir das Game in VR wünschen. Und dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ich glaube, der kam im Dezember raus, der VR-Modus für Portal 2, oder? Ach du Scheiße, das war das hier. Gar keine Lust. Was ist das Ziel von Lethal Company? Geld verdienen. Mit Entrümpelungen quasi. Easy! Haben wir direkt mitgenommen. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Man atmet so oder so für den Rest seines Lebens mehr oder weniger die gleiche Luft. Ich meine, das ist natürlich die Frage, was will man dafür gelten lassen? Ist wie mit dem Wasser. Wird noch das Pfand gesammelt und mit dem Jeep vom Kollegen weggebracht, waren auch nochmal fast 200 Euro in Bierflaschen. Ach du Scheiße. Was gibt es im nächsten ich bin doch am Anfang des Spiels, ja. Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Tut mir leid, ich kann dir helfen, aber ich glaube, du willst meine Hilfe nicht so recht. Naja.
Warte. Welches Monster findest du in Lethal Company bisher am schlimmsten? Ehrlich gesagt den kriechenden Typen. Aber der mit der auf den zwei Armen herumkriecht. Geht mir richtig auf die Nerven. Warte, ich glaube hier. Wo schleudert mich das Katapult hin? Aha. Aha. Shit. Ja, mies. Naja. €200 Pfand, Bierflaschen sind einfach mal 2500 Flaschen stark. Oh, Katapultplattformen. Es können auch Plastikflaschen sein. Beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. So ein paar gute Adelskronen oder so. Haben wir ein paar Adelskronen-Fans. Oh ja, Kästen kriegen auch noch mehr, stimmt. Ich hab seit 3 Jahren nur so einen Wolvik-Kasten noch irgendwo rumstehen. Irgendwann werde ich den wegbringen. Irgendwann. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Oh ja. Du möglichst den Müll, der auf dich zurast. Kein Problem, mache ich. Ich meide den Müll. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Oh, ich... Baby, drück den Knopf mal nochmal. Ich weiß... Oh, den wollen wir haben. Weiß gar nicht, ob man Lethal Company Pfand auf dem Kasten hat. Ist ja die Frage, in welchem Teil, ob das ein deutsches Universum ist oder nicht. Da unterscheiden sich natürlich auch immer die Regeln, ob man Pfand hat oder nicht. Jetzt schauen wir mal eben runter. Will ich nochmal drücken? Wir drücken nochmal. Da kommt doch einer. Nee, da verschwindet der, okay. Warte mal, kann ich nicht? Nee, wenn ich hier... Nee, der fliegt dann nicht weit genug weg. Komm mal mit. Wir brauchen den hier oben auf jeden Fall. Kann ich da oben eins machen? Oh, wir denken in Portalen. Das ist der Trick, Freunde. In Portalen denken. Oh, mir wurde gerade sehr schwindelig an der Stelle. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Hey. Hey. Pfand ist hauptsächlich so ein Deutschland-Ding. Ich glaube, das ist, wenn es in anderen EU-Ländern und so eingeführt wird, ist es eher so eine neuere Sache. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Das ist doch kein Nebelhorn. Ist das Nebelhorn? Ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Pfand ist für mich... Es ist so komisch für mich, drüber nachzudenken, dass es nicht überall auf der Welt eine Sache ist. Es ist einfach die allgegenwärtigste Sache, die es gibt für mich. Was mich aber... Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen.
Ich nehme mir gerne noch einen anderen. Ich nehme mir gerne noch einen anderen. Bei uns wird Pfand auf Milchprodukte eingeführt. Darauf habe ich gar keine Lust. Schon wieder vermasselt. Ich habe gar nichts gemacht. Was soll es? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ja. Yeah. Okay, wir wollen damit, glaube ich, nicht an dem Laser vorbei. Ich denke, so weit kann ich gehen an der... Oder? Nee. Es war einfach nur... Okay, Prinzip. Prinzipiell war das so. Habe ich gesehen. Okay. Bald kommt eine Plastiksteuer. Wenn sie es mit dem Pfand zu tun hat, ist mir das relativ egal. Ich habe das Gefühl, es wird mein Leben nicht sonderlich beeinträchtigen. So zügig aus den Automaten stinkt nach Milchprodukten. Ich meine, die stinken auch oft so nach Getränken. Der alte Companion Cube. Ja, shit, hätte ich mitnehmen sollen, oder? Aber wie? Warte mal, ich hab eine starke Idee. Ja, shit. Dankeschön. Hab ihn! Außerdem von der Massi F, 2 Schweizer Franken. Vielen lieben Dank. Alte Milch riecht deutlich schlimmer als alte Cola. Ja. Ich habe das Gefühl, bei Milchkartons, die sind in der Regel auch eher leer. Ich habe keine Ahnung. Schon die erste Müllermilchflasche mit Pfand gesehen. Pfand fällt nachdem keine Freitag. Ich bin gelernter Kunststoffmechaniker. Wie hast du dich gefühlt mit der Müllermilch mit Pfand? Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Milchkaffee, die ich mir geholt habe, auf dem Pfand ist. Sollte wahrscheinlich mal schlau machen. Also ich glaube, den will ich einfach mal runterfallen lassen. Und dann fliegt der direkt rüber wie eine 1. Das ist doch unser Twist, oder? Das ist doch, was wir machen wollen hier. Runter mit dir. Stark. Und dann machen wir das gleiche doch mit mir. Ich spring mal durch. Hey, ich glaube, hier war noch irgendein Twist an dem Raum. Irgendwas, wofür ich zu dumm bin. Ah ja, wenn die Plattform oben ist, muss ich dann... Okay, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Wir schauen einfach mal rüber. Mann, ich habe das Rätsel schon geschafft. War das nicht einfach? Aha. Yeah. Ja, habe ich es wirklich geschafft? Weil, als ich das zuletzt gespielt habe, habe ich dann von hier oben aus irgendwie versucht, den Companion Cube noch zu bewegen und sowas. Ich glaube, die Stütze ist, damit man den Würfel rüberschleudert oder so. Irgendwas stimmt ja noch nicht. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Ah, das war's. Als jemand, der bei einem Getränkelieferdienst gearbeitet hat und schon viele nicht ausgespülte Milchflaschen gesehen hat, sieht Pfand auf Milchflaschen sehr kritisch. Ich sehe es auf jeden Fall. Ja, wisst ihr was, wir sparen uns dieses Mal. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal hier super viel Zeit verschwendet habe. Wir machen das jetzt nicht. Soweit ich weiß, das Pfand nur für Milchflaschen, alles andere macht keinen Sinn, oder? Ich weiß nicht. Also, soweit ich das gesehen habe, ist generell für Molkereiprodukte. Ich habe jetzt ja auch noch keine gesehen, auf denen tatsächlich Pfand drauf ist. Emanzipationsgrills, weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Und hier sind welche. Ich glaube, hier sind welche. Und die lösen natürlich den Companion Cube auf und generell den Würfel. Molkereiprodukte mit mindestens 50% Milch. Okay. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version.
Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Nee, genau, die Portale verschwinden, wenn ich da durchgehe. Das war's. Das ist, gefällt uns nicht. Bin ich so ein Müllmilch trinke, also stand ich dem relativ neutral gegenüber, wobei ich fand allgemein für eine tolle Sache, Alter. Hätte die Straßen und Wälder sauber und kostet nicht mehr. Wenn man seinen Scheiß zurückbringt. Ja, ja, ja. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass generell Plastikrecycling ein bisschen mehr hochgelobt wird, als es tatsächlich nützlich ist. Also wir können hier ein Portal durchmachen und dann. Hier. Oh, und dann kann ich hier durch. Clever. Clever, clever, clever. Mach es vielleicht noch dahin, dass ich auch tatsächlich zurück kann. Weil das wollen wir hier rüber lenken. Ist ja gar kein Problem. Ich weiß doch Bescheid, wie man Videospiele spielt. Ich habe neulich einen Laden Kakao im Glas gefunden, auf dem extra dick und fett draufsteht, dass kein Pfand drauf ist. Ich meine, das ist üblich, dass das bei Getränken, auf denen kein Pfand ist, draufsteht. Aber das wird nicht mehr lange eine Option sein. Ja, ich weiß Bescheid, wie man Videospiele spielt. Vielleicht habe ich doch damals 3 Folgen aufgenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für das alles hier, ich bin jetzt schon bei 1:10, dass ich das in 1 Stunde gemacht habe bei meinem ersten Versuch. Seit meinem Schülerpraktikum in meinem Nahrungsmittelgeschäft, der mit E anfängt, der gute Ewe, hat sich den Pfandflaschgeruch. Riecht halt immer eklig, aber 1 bis 2 Stunden sind echt nicht angenehm. Ja, ja. Da will ich nicht stehen. Ich kann nicht draufspringen. Du hast die letzte Aufnahmefolge nicht hochgeladen, meintest du. Ja, scheinbar waren es doch eher 2. Ich glaube nicht, dass es nur 1 war. Denn für den Raum habe ich ewig gebraucht. Das ist der, an den ich die ganze Zeit gedacht habe. Das war der letzte Raum, den ich gemacht habe. Danach weiß ich nicht mehr Bescheid. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Okay, gehen wir noch mal hoch. Es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Dankeschön. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Danke. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Sehr, sehr hilfreiche Sache ist das. Auch wenn mein Portal dadurch verschwunden ist. Oh. Easy. Man muss es nur richtig treffen. Der Sprecher von Weekly hat wie die meisten Deutsch-Synchronsprecher sehr, 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 sehr viele Dinge gemacht. Deswegen finde ich immer, wenn Leute so, finde ich es immer komisch, wenn Leute sehr erstaunt sind, wenn irgendwie sie einen Synchronsprecher kennen. Von irgendwoher. Ist immer so, ja klar, die Synchronsprecher, der hat viel gemacht. Was wollen wir denn hier Schönes machen? Wir brauchen auf jeden Fall so einen Würfel. Haben wir den irgendwo gesehen? Nein. Leute waren sehr erstaunt, dass der Typ, der im Deutschen Morty spricht, dass er dann auch der Sprecher aus Pokémon Stadium 2 ist. Sie haben immer gefragt, was? Das kann ich nicht glauben. Warum nicht? ist doch nicht so unglaublich, oder doch? Ist das so, wenn du einen Schauspieler irgendwo siehst? Irgendwo anders? Ach, warte, ich kann natürlich, ich hab's verstanden. Ich bin auch ein schlauer Bursche, ich weiß doch Bescheid.
Irgendwie spricht auch jeder Synchronsprecher so 300.000 verschiedene Charaktere. Yeah, absolut. Hab das Gefühl, wenn man Synchronsprecher ist, dann... Ach, shit. Da braucht man auch ungefähr so viel. Sind ja dann doch mit den meisten Dingen nicht ganz so lange beschäftigt wie traditionelle Schauspieler. Okay. Ich will euch mal eine Sache mitteilen. Der Schauspieler von, der Synchronsprecher von Mr. Krabs / Benjamin Blümchen, der hat auch einen in Donkey Kongs Abenteuer gesprochen. Aus irgendwelchen Gründen hat Donkey Kongs Abenteuer ziemlich gute Synchronsprecher. ihre Performance ist trotzdem ziemlich hölzern, aber naja. Ist halt Donkey Kong. Waren sie dann wohl doch nicht so motiviert. Jetzt haben wir ein bisschen reingeschissen. Nee, das kann ich auch von da oben aus dann machen. Nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Mit Schauspiel vermutlich mehr an der Stimme erkennen als vom Aussehen. Ich bin tatsächlich in beidem sehr schlecht zu erkennen. Sieh nur, wie du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Was soll das denn? Also wirklich, was soll das denn jetzt? Das habe ich jetzt wirklich nicht verdient, okay? Außer von WaitGamer 2399. Guten Abend, Bürgerrecht. Danke für die vielen Videos, unterhaltsamen Videos. Hast du zufällig ein Postfach? Nee, nicht direkt, aber ich habe, einmal pro Monat kann man mir ein Paket zuschicken. Und zwar, das läuft über, ich will mal so ein Netzwerk-Dingens für Product Placement und sowas. Und man kann an deren Adresse, also kann jeder pro Monat ein Paket hinschicken. Also es ist möglich. Und ich kann dir versprechen, in dem Jahr, seit ich da bin, na, ist fast ein Jahr, sagen wir 9 Monate, ist bisher noch nicht ein Paket gekommen. Das heißt, ich glaube, da wird diesen Monat nicht zu viel Konkurrenz sein. Rick hat vor der einen Make-It-Meme-Folge einfach Portal gespielt. Apropos, viel Spaß apropos. Beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Ja! Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ich kann es kaum erwarten. Auf jeden Fall. Ich habe die Tage, mit den Tagen meine ich gestern bei Sonic Adventure auf Rikis Kanal reingeschaut, was Ricky und Wolo spielen, hauptsächlich Ricky. Sie kommentieren halt und sowas. Und Ricky hatte einen Take zu, obwohl er gesagt hat, ja, streamen gar keine Lust mehr, weil der Chat ist dann immer komplett tot und sowas. Und dann dachte ich mir, ja, das ist auch so eine Sache, die mich so, oh, das ist das Allerschlimmste. Ricky hat es sehr schroff abgetan. Weil er dann so, ja, das ist bei dir, aber ich kann ja alles im Stream machen und sowas. Sich ein bisschen selbst auf die Schulter klopft, dachte ich mir, ah Gott, nee. Ich kann das Problem sehr nachvollziehen. Auf jeden Fall, das ist nicht der Grund, das ist ein Grund, okay? Habe ich gefragt, hey, wollt ihr mal, wenn ihr aufnimmt, habt ihr mal Platz für einen alten Mögi? Morgen um 11 Uhr, aktuell wird die Aufnahme gestreamt, weil Ricky wieder so einen Cyberfun macht. Das heißt, wenn ihr um 11 Uhr morgen bei Ricky vorbeischaut, werde ich dabei sein. Ich glaube, Mario Kart 8 machen wir und sowas. Volus Switch ist irgendwie kaputt gegangen, muss ihn nichts wegschicken. Da habe ich so gefragt, was meinte Ricky, ja, müssen wir PC-Spiel spielen? Meinte ich so, okay, was habt ihr denn so für PC-Spiele? Wisst ihr, was er vorgeschlagen hat? Fucking Risiko. Fucking Risiko. Wo finde ich nochmal diese Adresse? Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Schick mir eine Mail am besten oder... Nee, shit, Twitter, DMs gehen nicht mehr. Du kannst mir eine Mail schicken von der verlinkten E-Mail-Adresse auf YouTube und sowas oder... Keine Ahnung, auf Twitter anschreiben oder so, dann kann ich schnell reinschauen. Je nachdem, was dir lieber ist. Risiko wäre TBH mega. Ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Ich habe es irgendwann mal gespielt, aber das ist so lange her. Ich habe doch keine Ahnung mehr.
Wann spielen die Buben Uno auf Steam? Ach, Uno ist so langweilig. Nee, 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 nee. Wird zwischen dem Rennen über einen YouTuber mit drei Buchstaben gelästert? Also, ich sag's mal so. Dieses Sprüche-Video, ich denke, es ist fantastisch. Ich hab's tatsächlich, bevor das Ganze, bevor das Video kam, hab ich's tatsächlich, ich glaube 2 Wochen davor oder so in der TTT-Gruppe gepostet. Ich denke bis heute noch öfter an das Sprüche-Video. Es ist legendär. Legendär. Habe ich wieder rüber. Schauen wir doch mal darüber mit unserem Würfelchen. Jo. LPM, denkst du magst ihn nicht, hat er gesagt. Ja, habe ich mitbekommen, aber ich meine, keine Ahnung, ich hatte nie mit ihm zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier rüber. Nee, warte, hier will ich nicht rüber. Hätte doch nie mit ihm zu tun. Ich glaube, ich könnte mich darüber schießen. Das ist übrigens immer noch der letzte Raum, den ich gemacht habe in dem Spiel. Portal 2 ist noch ein Ding. Ich meine, ich habe es noch nie durchgespielt. Leute scheinen es sehen zu wollen, also ja, ja. Ich glaube, es ist noch ein Ding. Shit. Was haben wir denn hier drüben? Genau, das Teil muss ich irgendwie runterfahren. Ach, ich will da mit dem Würfel und auch, doch natürlich, ich will da mit dem hoch. Schon mal richtig Beef mit dem YouTuber gehabt. Dom Tenor hat mich mal auf Twitter blockiert. Au. Warte, das war ein bisschen zu sehr an der Seite. Weiß nicht, ob das zählt. Shit. Also irgendwie komme ich auch nicht richtig aus dem Portal raus gerade. Machen wir so rum. Mit Grund. Weil es hier so ein... Ach, so ein Scheiß. Hier ist so eins. Ja. Es war damals zu der Zeit, wenn die Pokémon-Edition in die neuen rauskamen, natürlich immer... Es war natürlich damals in der Let's Player-Szene immer ein rotes Tuch. Und zwar, man konnte irgendwie die australische Version und sowas eine Woche früher bekommen. Da haben irgendwie die Leute sich alle darauf geeinigt, dass sie eine Woche früher zwar hochladen, aber nur 3 Folgen pro Tag, okay? Nur 3 Folgen pro Tag. Und dann, Zero hat das dann nicht gemacht, der hat irgendwie mehr hochgeladen oder so. Und dann, hat Dom Tendo ihn richtig auf Twitter irgendwie das Video gepostet, so von wegen, Leute, wollt ihr nicht mal... Wollte ich mal ein Video zeigen, was sie davon halten und sowas. Und darüber haben Keggy und ich uns da ein bisschen lustig gemacht. Über wie schlimm es ist, dass Leute eventuell bisschen zu viel Pokémon hochladen und dann hat er uns blockiert. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch eine Sache ist. Ich bin nicht mehr ganz so präsent in der Nintendo Let's Player Szene, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Fuck, wie ging es jetzt weiter? Dieser Raum macht mich fertig. Was bringt mir das nicht? Ach, ich kann jetzt vielleicht... Warte. Schießen wir uns mal nach oben. Und heute stellt Keggy andere stumm. Unerhört. Oh. So war das hier. Hier können wir den neuen Blöcke richtig runterfallen lassen. Und er kommt hier hoch. Stark. Dann wollen wir mal eben runterdüsen. Zum Laser.
Klingt nach Kindergarten. Es war sehr albern. Ja, warte. Warte mal, shit. Ich komme ja nicht mehr hoch, wenn ich mich die Verbindung hier unterbreche. Ach so, nee, warte, nee, ich habe einfach nur komplett alles falsch verstanden. Alles gut, Freunde. Ich muss nur versuchen, nicht zu sterben. Haben wir jetzt Outer Wild geholt? Jetzt verstehe ich, was so komisch an der Flugsteuerung ist. Spiel spaßiger, ich bin sehr froh, dass der Autopilot existiert. Yeah, yeah, es ist... Au! Ist ein bisschen nervig. Ah ja, Outer Wilds ist so ein schönes Spiel. Wir wollen auf jeden Fall irgendwann auch mal ein DLC machen. Seit wann nutzt du denn plötzlich YouTube zum Streamen? Seit ein paar Monaten und ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das hat Twitch für eine relativ lange Zeit nicht erlaubt. Dann haben sie gesagt, oh ja, wir haben den Streamern ja gar nichts mehr zu bieten als Plattform. Vielleicht sollten wir mal die Regeln lockern, bevor noch mehr Leute gehen. Und so war es dann auch. Warte, ich glaube, ich will jetzt den Block mitnehmen und mich nochmal nach oben schießen. Kann das sein? Außerdem von Venturize, 18 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Oh, easy! Punktlandung! Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen. Was? Aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ich wollte das Reh sehen! Außerdem von Level 13 Warlock. Giftsub für Kaleidoscope. Vielen lieben Dank. Was für Software benutze ich zum Streamen? OBS. Ich war mal ein X-Split-Nutzer. Aber dann bin ich aufgewacht und hab mir gedacht, ja, ich meine, OBS ist ein bisschen klobiger von der Handhabung, aber ist schon besser. Bei XSplit ist die nervige Sache, dass wenn man einmal Frames gedroppt hat, bei OBS ist dann so, wenn du ein paar Frames oder so droppst, also wenn die Internetverbindung kurz abbricht, dass dann der Stream beziehungsweise schwächer wird, nee, komplett abbrechen, können beide nichts machen, dass der Stream dann so ein bisschen in geringerer Framerate weiterläuft. Und bei XSplit ist so, dass dann immer direkt 240 Frames am Stück gedroppt wurden. Und ich konnte nicht finden, ob man dagegen was machen kann. Ich hab danach gesucht. Ich bin im Forum rausgekommen, okay? Da hat jemand dann auch geschrieben, hey, wie sieht es eigentlich aus damit, dass XSplit dann, wenn es irgendwie Probleme gibt, dass dann immer direkt 240 Frames gedroppt werden. Was in dem Fall natürlich 4 Sekunden sind. Ist natürlich nervig, wenn du ein 4 Sekunden Standbild direkt immer hast. Und dann meint die Leute, ja, in einer professionellen Umgebung passiert sowas nicht. Da dachte ich mir, was für Arschlöcher. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Hey, ich mach mir um meine Haare nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Dann marschieren wir doch mal rüber. Dann walken wir doch mal über den Sunshine. Das ist zu niedrig. Machen wir doch hier. Ist generell manchmal, wenn man bei irgendwelchen Programmen nach einer Lösung sucht, kommen solche Leute und denkst dir, ach, halt die Schnauze. Drücken wir mal auf den Knopf. Fangen wir mal damit an. Okay. Hey, was ist das denn jetzt? Weiter oben? Nee. Äh.
Das Land Deutschland ist keine professionelle Umgebung. Ich meine, kommt drauf an, für was. Für stabiles Internet eher schlecht. Habt ihr eine Mail geschrieben? Auf Twitter müsste ich bezahlen, um dir zu schreiben, was auch immer das soll. Ja, Twitter-DMs, dafür braucht man Twitter-Blue inzwischen. Ich meinte einfach so anschreiben. Okay, dann werde ich, mal in meine Mail schauen. Also nicht jetzt. Da hinten ist was. Okay. Was haltet ihr davon? Lass mich mal wieder zurückmarschieren, okay? Lass mich mal zurückmarschieren. Dann werden wir von dem Teil aus darüber marschieren. Ich hätte gar nicht springen müssen. Hier ist ein Portal. Hilft mir das? Stark. Licht ist natürlich ziemlich schnell unterwegs, wie wir alle wissen. Lichtgeschwindigkeit. Relativ schnell. Denken wir schon mit Portalen? Ein Stück weit, ein Stück weit. Nicht zu sehr, aber manchmal. Ja, wollen wir noch darüber? Ja, war nicht ganz passend, aber das reicht. Das reicht. Ja, Twitter ist sehr seltsam. Vor allem, was ich bei Twitter am seltsamsten finde, ist die Tatsache, es gibt vieles, was seltsam ist. Aber, wenn man auf seine Mitteilungen geht, auch wenn man irgendwie, wenn ich Twitter üblicherweise starte, dann habe ich 10 neue Mitteilungen oder was auch immer. Und die werden dann nicht angezeigt. Da muss ich dann erst... Ich sitze dann für 20 Sekunden da und warte, damit irgendwie dann dran steht, hey, neue Mitteilungen, willst du die anzeigen? Da muss ich wieder auf Startseite klicken und dann wieder zurück auf Mitteilungen und dann irgendwann wird es mal angezeigt, wenn die Sterne richtig stehen und... Sehr, sehr komisch. Kann ich da rüberspringen? Kann ich rennen? Nee, ich bin einfach immer schnell. Oh Gott! Oh Gott, ich dachte, das wird schief gehen. Das Problem habe ich auch. Ja, das ist halt auch schon ewig so, aber inzwischen liegt es halt gar nicht mehr. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Ja, den Menschen. Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Das stimmt halt, das stimmt. Twitter-DM braucht man kein Premium. Man braucht Premium, um... Leuten zu schreiben, die einem nicht folgen. Wenn man sich gegenseitig folgt, dann kann man immer schreiben. Aber um jetzt Leute zu schreiben, denen man nicht folgt und sowas, da braucht man inzwischen Twitter Blue. Oder wie auch immer das heißt. Und ja, das mit Mitteilung war immer so im Browser und ich verstehe nicht warum. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ja, ich würde gerne unvorteilhaften Knochenbau vermeiden. Meine Knochen fühlen sich heute sehr sinnlos an. Nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Ich glaube, da drin will ich ein Portal setzen. Hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe hier niemanden gesehen, keine Sorge. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ja gut, gegen Bots. Also ich wurde von keinen Bots angeschrieben, seit es die Regelung gibt, dass man, Twitter Blue braucht für die DMs. Seitdem schreiben mich irgendwelche Leute mit ihren komischen Shit-Spiel an, dass ich es mir mal anschauen will. Davor haben mich normale Leute angeschrieben.
denken wir in Portalen. Wir denken in Portalen. Genau, doch, dann komme ich noch zurück. Genau. Und dann Rechtsklick machen wir hierhin. Das sieht gut aus. Dann easy. Ich weiß doch Bescheid, wie es läuft. Ich bin das Portal. So, müssen wir noch ein bisschen nach unten gehen. Kann ich das einfach hier hinsetzen? Yeah. Seht ihr, ich weiß doch Bescheid. Ich meine, ich habe das Spiel vor 10 Jahren mal im Koop durchgespielt. Ich denke, das du merkt man an dem Punkt so einfach. So gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Okay, soweit so gut. In Amerika kannst du menschliche Knochen auf Amazon bestellen. Eine Rippe kostet auch gar nicht so viel, wie man denkt. Ah, ich glaube, ich verzichte. Ich glaube, ich kann generell auf Knochen verzichten. Außerhalb von Körpern. Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Bist du der nette Turret? Ich möchte anmerken, das war nicht meine Absicht, okay? Das wollte ich nicht. Zu keinem Zeitpunkt wollte ich, dass das so passiert. Aber es ist nun mal passiert. Außer von Off-Exciting. 14 Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Da bist du. Komm mal mit. Ist ja eh tot. Ich wünschte, das könnte man in Lethal Company so machen. Koop hat, glaube ich, komplett eigene Level. Ja, Koop ist was Eigenes. Ich spiele noch zwei so Testroboter. Man kann sich da ein High Five geben oder so. Alles gut. Danke. Ich habe nämlich auch nichts falsch gemacht. Au. Ach, nee. Zwar nicht angedacht, aber auch eine Lösung. Das habe ich in Teil 1 auch schon so gemacht. Oh Gott. Bisschen laut hier, aber das ist okay. Wie kam es, dass du nur den Koop durchgespielt hast? Keine Ahnung. Ich habe halt damals den Koop gespielt und dann dachte ich mir, ja, habe ich, genug Portal 2. Ich mochte es jetzt auch nicht so sehr, dass ich mir dachte, oh, jetzt müsste ich auch noch Singleplayer direkt nachholen. Ganz ruhig bleiben. Keine Panik auf der Titanic. Au. Okay. Soweit so gut. Easy. So haben wir es doch wieder mal geschafft. Das war jetzt halt der richtige Weg, oder? Das war der richtige Weg. Erzähl mir nichts. Ach, ich hätte hier die Würfel auch. Ich hätte hier den Cube auch runterfallen lassen können. Also so, und dann wäre er runtergefallen, hätte sie umgeworfen. Deswegen waren dann auch 3 Stück. Okay, vielleicht bin ich doch der alternative Rätselkönig.
Aber ist okay, ich habe verstanden, was der richtige Weg gewesen wäre. Die Lektion habe ich trotzdem gelernt. Aber jetzt denken wir in Portalen, okay? Ich glaube, den Koop-Modus habe ich auch mal mit Ricky gestreamt. Den haben wir für 1-2 Stunden oder so gespielt. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Ich glaube, wenn man erstmal für ein paar Jahre irgendwie in so einen Schlaf versetzt, war interessiert einen der Geburtstag nicht mehr so sehr an dem Punkt. Auf jeden Fall, ich hatte es mal für 1-2 Stunden mit Ricky gestreamt und es war schrecklich. Ricky kannte halt die ganzen Lösungen und der hat dann, ja, mach hier ein Portal, setz da ein Portal, da musst du jetzt machen, lass mich mal machen. Und ich dachte mir, ach, ist ja gut. War nicht die spaßigste Portal 2 Koop-Erfahrung. Mein Geburtstag interessiert mich schon lange nicht mehr. Ja. Ich meine, ich habe mich bei der 30 noch alt gefühlt, aber jetzt habe ich erstmal noch coole 4 Jahre, bis es wieder relevant wird. Ja, gar keine Lust auf die 40, sage ich euch. Aber dann wiederum mache ich den Gedanken, 40 Jahre alt zu werden. Und nicht vorher irgendwie dumm zu sterben. Das fände ich ganz nett. So ein Scheiß, wenn ich beim Arzt wegen irgendwas ist und sich dann irgendwann denkt, oh ja. Ich wollte zum Arzt gehen sollen, um nicht zu sterben. Naja. Das ist komplizierter hier. Hier kann ich doch direkt 2 Stück. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. So, jetzt wird das aber ziemlich wild. Du erinnerst Stark. Dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Was ist ein Geschenk für mich? Dankeschön. Ich habe den Club der 27 überlebt, ich bin alt genug. Also, ich will ja nicht sein, dass ich mich für einen Rockstar halte, okay? Mögi Meister der alternativen Lösung. Das war auch die richtige Lösung jetzt, oder nicht? Kann man das anders lösen? Aber pass auf, als ich 27 Jahre alt war, da war gerade das Jahr 2020 und ich dachte mir, huiuiuiui, hoffentlich werde ich nicht an der Krankheit sterben. Aber wie sich herausgestellt hat, bekam ich Covid bis zum heutigen Tage nicht einmal, weil ich nicht rausgehe. Shoutout an mich selber. Dein Overall sieht blöd aus. Hey! Ich sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. So ist es immer. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ja, Dinge sehen an einem selber dumm aus. Das ist eine Sache, die ich sehr gut kenne. Denn ich bin ziemlich gut darin, dumm auszusehen. Ist dort jemand? Was soll das? Die Funktion. Easy. Wieso? Als ganz kurz leichte Steche in der Brust und danach war nichts mehr. Immerhin. Nintendo plant wohl für die nächste Konsole ihre IPs mehr an externe Studios zu geben. Aber Nintendo macht alle Nintendo IPs in an dem Punkt externe Studios. Außer Mario, Zelda und ich glaube Animal Crossing. Ist doch an dem Punkt schon so gut wie keine Nintendo IPs mehr bei Nintendo selber. Ich schleiche mich mal vorbei. Wenn das okay ist. Kann ich hier durch? Ach, das sind die Falschen. Zu denen will ich nicht. ich
kann mich da rüberschleudern? Ich schätze, will ich auch ein Schutzschild aufschlagen. Yeah, jetzt denke ich in Portalen. Weg. Easy. Easy. Animal Crossing war auch in Zusammenarbeit mit Monolith, den Machern von Xenoblade. Ja, Mario Kart 8 war... Ne, 7 war auch mit Retro Studios und sowas. Aber ja. Prinzipiell, Nintendo macht sehr viel weniger Spiele tatsächlich bei sich im Haus, als man meinen würde. Au, was ist das denn jetzt? Ich geh mir schnell meine Gläschen auffüllen. Spür nach mal Portal Reloaded, das hat mich gebrochen. Nee. Ich glaube, dafür bin ich nicht bereit. Das war ein gezieltes Turret-Attentat gegen mich. Sehr gezielt war das. Ja, das ist der Besondere an dem animierten Mögi, der kann blinzeln. Weiß bis heute nicht, ob ich Covid hatte, aber vermute es, meine Mutter hatte Geruchs- und Geschmacksverlust. Das ist ein relativ eindeutiges Indiz. Und ich hatte Grippesymptome, aber durfte mich nicht testen lassen. Warte, bevor wir da weitergehen. Lass mal eben mein... Oh, da habe ich noch da. Easy. Hey. Ach, die Wand ist noch oben. Deswegen geht's nicht. Ich glaube, das Ganze mit dem Geruchs- und Geschmacksverlust, das ist eine Sache, die mir... Das wäre eine Sache, die ich gar nicht haben wollen würde. Ich meine, was ist das für eine Scheiße? Wie viel Lebensfreude kann man einem direkt nehmen? Bleibt ja nichts mehr übrig. Ich frage mich, ob ich dann werden würde wie der... Keine Ahnung, es gibt so ein Video von so einem Typen, der keine Geschmacksnerven hat. Und was er dann sagt, was er immer macht, um was quasi sein Ersatz für Geschmack ist, ist, dass er scharfe Dinge zu sich nimmt, weil er es trotzdem fühlen kann. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Ja. Tja. Ich will meine Eltern noch nicht sehen. Unter einem Dach mit Schwurbler-Familie. Meine Mutter ist sogar auf der Arbeit, obwohl sie mit Lebensmitteln arbeitet. Oh. Nach dem nächsten Test wartet unangenehm. Eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Ich glaube, ich werde sie nicht wirklich treffen. Ja, das war eine scharfe Story. Das war auch scheiße, bei meinem Freund beim Rauchen immer hinterhergerannt, konnte nicht in den Kopf bekommen, dass ich einfach nicht riechen kann. Ja, das klingt halt wirklich komisch. Oh, da unten bist du. Ich glaube, ich schleiche mich einfach vorbei, wenn das okay ist für dich. Das machen wir mit euch da drüben am besten. Können irgendwie brennen. Oh, ich könnte sie mit dem Laser killen. Oh, das ist gemein.
Gott! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die haben sogar Aua gesagt und ich habe einfach immer weitergemacht. Ich habe nicht aufgehört. Grausam. Absolut grausam. Ich kann da durchschießen? Absolut grausam. Absolut grausam. Absolut grausam. Wisst ihr, was mich gerade am meisten stört? Ich habe gerade so ein, wie nennt man so ein Lichtschatten im Sichtfeld. Keine Ahnung, wahrscheinlich ins Kühlschranklicht zu stark geblickt oder so. Und deswegen schaue ich jetzt die ganze Zeit hinterher und bin super paranoid, dass ich wieder, dass die Migräne wieder losgeht. Weil an sich hatte ich das zuletzt mit 20, aber vor ein, zwei Jahren oder so hatte ich es trotzdem einmal nochmal wieder. Das heißt, es ist nicht überstanden, es kann jederzeit wieder losgehen. Ich glaube, es ist wieder weg, aber ich hasse es, macht mich so nervös, wenn das da ist. Wenn so ein kleiner Lichtschatten im Blick fällt, wenn der länger bleibt, als er sollte. Hast du auch mit Aura? Hatte ich früher sehr viel. Aber eigentlich inzwischen nicht mehr wirklich, aber trotzdem, wenn es halt da ist, ist halt immer noch so einprogrammiert in meinem Kopf, dass ich mir denke, nein, 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 geh weg und dann starre ich die ganze Zeit alles an. Vor allem in meinem Fall lasse ich meinen Blick über den Text schweifen, um zu sehen, ob irgendwo ein Fleck da ist, wo ich nichts sehen kann. Für Immunität gegen Nervengift. Was? Was? Aber ja, es ist, glaube ich, weg. Das mit dem Schaf erstmal Geschmacksverlust ist sehr common. Kannte mal einen, der hat sogar Tabasco in seinen Schokopudding gepackt, weil er nach dem Schlaganfall nichts mehr schmecken konnte. Oh, mies. Oh, fuck, nach dem Schlaganfall kommt der Geschmack wahrscheinlich gar nicht mehr zurück. Oh, das gefällt mir nicht. Vielleicht liegt es an der Aurora Borealis. Ja. Habt ihr mitbekommen? Die Simpsons haben den Emmy für die beste animierte Fernsehserie gewonnen. Mit Staffel 34, genau zusammen mit der Halloween-Folge. Das war da, wo die, ich habe Staffel 34 gar nichts gesehen. Es war auf jeden Fall die Death Note-Folge, die dabei ist, von der habt ihr wahrscheinlich was gesehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, Staffel 33 hat ein paar gute Folgen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall in 34 reinschauen. Aber auch wenn natürlich der allgemeine... Oh. Ach, von da kam ich. Aber natürlich die allgemeine Meinung, die ist, dass, laufen die immer noch weiter? Oh. Also, ja, ich verdient, das war mega. Ja. Ich hab's nicht gesehen, noch nicht, aber ich kann's mir vorstellen. Wir gehen hier mal rüber. Shit. Das war genau das Falsche. Dann... Oh Gott. Stehen wir hier? Dann machen wir... Ah, fuck. Wie mache ich das, damit ich... Okay. Dann stelle ich mich hier drüben hin. Oder mache ich das blaue Portal weg? Und dann habe ich es geschafft. Ich wette, du denkst, ja, was haltet ihr davon? Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Ja, ich hab in Portalen gedacht. So sieht's nämlich aus. Außer von dir, Kenning. 14 Monate. Resub, wie lieben Dank. Ja, ich will generell die regulären Unterwochen-Streams eigentlich erstmal ohne die Kamera machen. Irgendwie nervt sie mich ein bisschen. Deswegen, ich meine, ich wollte einfach ohne alles machen, da ist mir eingefallen, hey, ich hab doch den animierten Mögi, wie wär's, wenn ich den dafür rauskramen würde? Sims angeht, bin ich eher casual, ich bin Futurama-Fan. Ja, Futurama hat eine super coole Folge. Ich hab's vor ein paar Jahren wieder angeschaut.
Und es hat ein paar so viel zu treue gestellt für mich. 3, 2, oh oh. 1. Oh oh. Ich hab gelogen. Überraschung? Oh. Ja. Ich bin sehr überrascht. Falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie mich sehen. Nur weil sie mich als Baby verstoßen haben. Ich meine, wahrscheinlich würden sie sich ein bisschen schämen oder so, aber... Ich weiß nicht, ob sie mich nicht sehen wollen. Oh, nee. Oh, der Raum sieht direkt belastend aus. Möchtest du die Easter Egg-Räume besuchen? Oh Gott, ich kann einfach weiter. Welche finde bestimmt, aber... Ich will jetzt auch nicht irgendwie... mich hinleiten lassen. Wir brauchen so einen Block, um das umzulenken. Sonst können wir mit dem Laser nichts anfangen. Fry's Hund war wirklich traurig. Ja, Fry's Hund und das mit dem Kleeblatt. Wie lange streame ich heute? Ah, so gegen 22 Uhr. Den Avatar hat Hockey gezeichnet. Ich habe lange keinen Sims geguckt, fragt mich, ob es wirklich abgebaut hat oder einfach viele rausgewachsen sind. Schmecke ändern sich, für das bleibt oft noch. Für das alte bleibt oft noch Nostalgie. Nein. Simpsons in den 10er und 20er Staffeln war schon. Ja. Nee, ich denke, der Ruf war schon ziemlich angemessen. Aber. Das heißt nicht, dass nicht zwischendurch trotzdem noch ein paar coole Folgen rauskamen. Ich denke, es kamen absolut ein paar coole Folgen raus. Wie werde ich denn das Wunder jetzt bewerkstelligen? Oh, so ein Zufall aber auch. Aber wohin jetzt? Hier sieht es ja schlecht aus. Rüberlaufen? Ist das gefährlich? Das ist gefährlich. Shit. Lass mich noch überlegen. Kleeblatt war, glaube ich, Fry's Neffe, der nach Fry benannt wurde. War ein echt starker Plot-Twist. Ja, das war super traurig. Und Fry's Hund, diese fucking Szene. Vor allem, sie geht auch so lange und, ich habe die Tage ein paar Simpsons-Folgen geschaut. Ich kann euch sagen, die erste Mona Simpson-Folge, auch ziemlich traurig. Mit den Credits, wo einfach nur traurige Musik läuft und Homer da sitzt. Sind Symbole am Boden. Was will das Teil mir zeigen? Ich kann hier einfach wieder zurück. Das bringt mir ja auch nichts. Ich sehe keinen Weg, wie ich da hochkomme. Lass mich mal eben zurückschauen. Ah, fuck, die Symbole, die da auf dem Boden sind, die kann ich von hier aus nicht wirklich erkennen. Was ist das?
Was sind das für Symbole hier? Sieht nicht aus wie die Teile. Soll ich das da hinten? Wahrscheinlich sind die Teile damit gemeint, oder? Ja, ich würd gerne das Himbeereis schlecken, aber... Außerdem von der Fjolsvet. 17 Monate. Resub, wie lieben Dank. Sim mit Homer unter dem Sternenhimmel war sehr traurig. Solche Sachen haben die ganzen alten Sims-Staffeln stark gemacht. Ja, aber Staffel 33 hat auf jeden Fall eine Folge. Die ich, denke ich, in der Hinsicht super stark fand. Die ist mir in Erinnerung geblieben. So, aber es fällt dann wieder auf den Kopf. Und das war mit den Unsicherheiten und sowas, die sich in Köpfen von, hauptsächlich von Lisa sind. Dann irgendwie immer da bleiben und sowas dann bei Marge auch. Und ich weiß nicht, das fand ich eigentlich ganz cool. Was wurde aus Mystic Knights? Was sind Mystic Knights? Ist das... War das die nicht ganz Bionicle Lego-Teile oder so? Das bringt mir ja nichts. Pass mal auf, wir werden jetzt mal zurückgehen, okay? Was, wenn ich das Portal, wenn ich so rum das Ganze hier mache, wenn ich es dann hier hinsetzen würde? Nee, das ist dann... Okay. Warte. Könnte ich so rum machen? Nee, okay. Das kann ich hier nicht drehen. Das ist immer die gleiche Richtung. Darauf können wir uns weiter einigen, denke ich. Warum ist hier auf der rechten Seite neben dem Schalter? Ich muss durch irgendein fucking Portal und dann direkt zum Schalter rüber. Oh, ich hab's, Freunde. Ups, das ist nicht ganz, was ich wollte. Ich hab's. Ist immer noch das Falsche. Ich hab's gekriegt. Wir setzen da oben eins. Und dann setzen wir hier unten weiteres. Und dann machen wir das. Kabumm. Okay. Ich wollte gerade sagen, dass das eine da oben gelandet ist, gefällt mir, glaube ich, überhaupt nicht. Aber das ist kein Problem mehr. So, dann versuchen wir das Ganze doch nochmal. Außer von Gernhard reinbumsen. Frischer Sub, vielen lieben Dank. Ach warte, ich kann hier noch ein kleines Schutzschild aufstellen. Der hilft ein bisschen. Wurde möge gerade zum Mo. Okay. Au. Komm schon. Yes! Ach du Scheiße, was machen wir denn hier mit am besten? Also mit dem Portal muss ich auf jeden Fall wenigstens einen erwischen. Ach du Scheiße.
Ach nee, du. Au. Von hier aus kann ich auf jeden Fall zwei erwischen. Das dachte ich zumindest. Wo waren denn die beiden? Da hinten. Okay. Will der Laserstrahl dann noch weiter... Ah, das ist aber nicht richtig. Jetzt kann ich ja die anderen beiden nicht erwischen. Jetzt kann ich nur einen davon. Ach, shit. Okay. Au, 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 au. Sagen wir einfach mal, das ist schon direkt der Anfang schon verkackt. Soll ich irgendwann mal Risk of Rain Return? Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich. Ich habe Risk of Rain 2 auch nicht viel gespielt. Ich habe für eine halbe Stunde so reingeschaut und dachte mir, hä? Ich brauche ja gar kein weiteres Portal mehr. Ich mache das einfach ohne Portale. Oh, schönes Ding. Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Oh, hallo? Wer ist da? Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ich habe letztes Hurricane Nelly gesehen, war eine gute Folge. Oh, haben wir hier ein paar Staffel 8-Fans? Das kenne ich. Yeah, wer nicht, wer nicht. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Ja. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Noch 5 Kammern? Dann haben wir die Hälfte geschafft oder so. Mensch, Mensch, immer noch nicht durch? Ich befürchte nicht. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ja. Wie lange man wartet, desto lustiger wird es. Das da vorne gefällt mir nicht. Das gefällt mir sogar überhaupt nicht. An den Würfel komme ich nicht ran. Ja, ich werde bei dem Stream, wenn ich damit fertig bin, die Aufzeichnung direkt öffentlich stellen. Sache, die ich davor nicht zwangsweise auf YouTube machen wollte, weil das Problem war, wenn man über 6 Stunden streamt, und ich habe Wochenende immer länger gestreamt, dann kann man es nicht im Nachhinein editieren. Oh Gott. Muss kurz aufstoßen, Verzeihung. Und das Problem daran ist, dass dann immer der Pre-Stream und sowas noch mit in der Aufzeichnung drin war und es hat mir nicht gefallen. Aber wenn ich nur 4-5 Stunden streame, dann kann ich im Nachhinein auf YouTube einfach den Pre-Stream rausschneiden und dann kann ich es direkt veröffentlichen. Warum? Was ist hier los? Warum ist das so? Was ist das? Soll das so? Warum sind da so komische Funken? Ist das immer so? Ich glaube, das war ein Grafikfehler, oder? Oder? Ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist der Funke, der überspringt. Scheint so. Okay. Ah.
Nee, warte. Warte mal. Wir bringen erstmal den, den Blöckerich hier hin. Und dann werden wir unseren... Shit. Juch. Vielleicht kann ich es auch noch nicht so leicht umstellen. Wir kriegen das hin. Ich dachte, man muss selbst die Aufnahmen aufnehmen und dann hochladen. Ich nehme es für den Fall der Fälle noch nebenbei auf. Ah ja, das ist halt ein Vorteil, wenn man auf YouTube streamt. Vor allem, ich meine, es ist ein bisschen nervig, dass die Videos dann immer im Livestream-Tab sind und nicht im Videotab, aber YouTube ist natürlich auch, sind natürlich auch gut zu sprechen, wenn man ein bisschen zusätzliche Watchtime direkt hat zum Start. Setzt sich YouTube auch stark. Finde ich ganz nett. So, wo können wir den hinlotsen? Darüber, aber der will ja nicht hin. Das will mehr nichts. Kann ich nicht nach oben drehen oder so? Nee. Ich kann hier auch kein Portal machen irgendwo. Au. Wir aktivieren mal das. Ich glaube, viel mehr kann ich hier gerade eh nicht machen. Das ist einfach nur Punkt oben links. Da kann ich mich dann zurück nach oben schleudern. Wie kriege ich den Laser dann zurück nach oben? Ich denke, ich kann auch mehr von diesen Blöcken mitnehmen. Oh. Oh, okay. Wenn ich mich da rüber schleudern würde. Machen wir doch nicht, aber... Ach, fuck, warte. Nee, ah. Das kann ich nicht schnell genug umstellen. Ich kann generell auch einfach da hochgehen. Muss mich da nicht mal nach oben schleudern oder so. Schon wieder zu kompliziert gedacht. Das machen wir jetzt hier mit am besten. Da muss ich mich irgendwie hochschleudern, behaupte ich jetzt mal. Aber wie? Wie kriege ich überhaupt den Laser dann hier rüber? Das ist auch... wird auch ein Elend. Oh... Ich würde da auf jeden Fall gerne rüber. So, warte. Wir gehen mal hier hin. Kann ich dann den... Ich kann ihn nicht aktivieren. Fuck, warte. Wir kriegen das hin. Warum kann ich hier am Boden welche machen? Ich wünschte, ich könnte da einfach rüberspringen. Das würde mein Leben ungemein erleichtern. Ich versuche, den Nippel durch die Lasche zu ziehen. Ist nicht so einfach. Hier kann ich auch nicht rüber. Es wäre auch nicht der Weg, wie das Spiel das von mir will. So, ich denke aber, das ist auf jeden Fall die Reihenfolge, wo ich die dann hinschießen muss. Eins, zwei. Ah ne, eins und zwei muss ich... Okay, ich muss die zwei haben und dann... Was macht das hier überhaupt? Wahrscheinlich kommt da eine Plattform raus oder so.
Komme ich hier am besten hin? Pass mal auf. Wir schauen jetzt mal mit unserem zweiten Blöckerich hoch, okay? Dann können wir hier doch ein paar wildere Winkel machen. Oder nicht? Nee, hier komme ich auch nicht wirklich raus. Hier ist ein sehr überschaubarer... Au! Überschaubarer Bereich, den ich hier erwischen kann. Warum kann ich hier kein Portal setzen? Was soll denn das? Hier von oben runter. Was, wenn ich einen Würfel von oben runterfallen lasse? Liegt er dann andersrum da? Würde mir das was bringen? Nee, ich glaube, das war nicht die Lösung. Au! Au! Hör doch auf! Nee, es ist immer so rum. Er will da nur ungern was anderes machen. Ich könnte hier rüber und dann... So? Ich kann vielleicht was anderes erwischen? Hey! Ja, was soll das denn jetzt? Warum sterben die nicht? Oh, Freunde. Jetzt denke ich mit Lasern. Ich bin fokussiert wie ein Laser. Schauen wir mal eben hier hoch. Ach, hier ist die 2 dann noch. Na, da muss ich dann hier rüber. Wie zum Fick komme ich da ran? Ich meine, wir haben das so weit hinbekommen. Und wenn ich da den Würfel dann habe, könnte ich den einfach hier rüber locken. Machen wir uns mal nichts vor an der Stelle. Ich versuche euch nicht zu enttäuschen. Ich versuch's. Außerdem der Mr. Bubbles, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Never banned. 3 Monate. Jan the Human. 27. Vielen lieben Dank. Aber warte, ich habe die 1 gar nicht mehr erwischt inzwischen. Nee, das ist komplett falsch. Das ist komplett falsch. Das ist nicht. So, das sollen wir noch nicht machen. Ich glaube, ich werde erstmal versuchen, an den da oben ranzukommen, okay? Ich denke, das ist fair. Muss mich auf jeden Fall ein bisschen rüberschießen. Ich schätze, ich könnte... Na, von da kann ich nicht runterspringen in so ein Teil rein. Ich glaube, da muss ich... Aber wie? Wie könnte ich... Wie kann ich das fucking Teil zu meinem Vorteil ausnutzen? Ich glaube, das ist das Schlimmste, dass ich nicht ganz verstehe, wo ich das irgendwie nutzen kann, es mir irgendwas bringt. Wenn ich hier das Portal hinsetze, dann werde ich hier direkt wieder... Ich meine, wenn ich vielleicht... Au. Vielleicht?
Vielleicht. Kann ich da oben rechts hinschauen? Oh, fuck. Ah, nicht viel Zeit. Wie, was? Das war's nicht? Fuck! Komm schon! Ja, das ist normale Portal 2, was ich spiele. Das ist normale, dumme Portal 2. Außer von Johnny1214, frischer Sub, wie lieben Dank. Ich weiß nicht, wie man eine Antimaterie-Bombe baut, befürchte ich. Ach, komm schon! Hat er den Block weggeschleudert? Nee, oder? Nee. Ist der da oben noch? Ich sehe ihn nicht. Warte. Oh! Easy! Soweit so gut. Nicht sicher, ob das so geplant war, aber wir haben es geschafft. Ah! Warte, kann ich an der Decke? Nee. Warum kann ich denn irgendwo ein Portal... Wir gehen da erstmal nochmal hoch, okay? Mann, die Scheiße, sodass ich nur einen brauche. So nämlich. Die Frage ist nur, wie komme ich da drüben ran? Wir nehmen dich mal mit runter. Komm mal mit. Ich glaube nicht, dass es klappen wird, aber... Versuchen wir's. Au. Das klappt überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn ich das Teil mit in der Hand habe. Kann ich schwungvoll hier einfach durchgehen und dann mich instant nach links drehen? Nee, nicht schwungvoll genug. So schwungvoll bin ich dann doch nicht. Das da oben sieht aus, als ob ich da eins machen könnte. Portale nur an den weißen Flächen. Ich weiß, aber es ist dunkel hier. Das da hinten, keine Ahnung, kann ja sein, dass das eine graue... Keine Ahnung. Ich will doch versuchen. Ich bin verzweifelt. Warum kann ich da an der Decke eins machen? Frag mich, warum ich da an der Decke welche machen kann. Vielleicht ist es auch einfach nur zur Täuschung. Dafür sind generell viele von diesen weißen Flächen, die einen ablenken sollen von der eigentlichen Lösung. Okay, pass auf. Pass mal auf. Das klappt auch nicht wirklich. Hier komme ich ja auch nicht irgendwo raus, wo es mir mehr bringt. Ich konnte es vorhin erwischen mit zwei Blöcken. Das bringt mir aber gar nichts. Vor allem, wenn ich den Laserstrahl unterbreche, wird auch die Plattform wieder nicht mehr nach unten gehen. Ich muss irgendwie darüber. Du wirst mich irgendwie darüber lassen. Lass mich das Ganze nochmal anschauen.
Ich kann mich auf jeden Fall auf die Plattform schleudern. Das bringt mir ja nichts. Vielleicht schleppe ich da nicht die Turrets, aber... wirklich hilfreich finde ich das jetzt auch. Gott, das oben sieht so sehr aus, als ob ich da ein Portal setzen können sollte. Wisst ihr das? Ich versuche das Portal zu fühlen. Langsam wird's traurig. Inwiefern wird's langsam traurig? Ich denke, ich muss mich irgendwo hinschleudern. Aber wo? Rechtsklick. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was soll das denn jetzt? Ach du fucking Block! Das war's nicht. Nee, 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 das krieg ich hin. Sehr easy. Dann werde ich mal eben nach oben gehen. Das war's nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die Lösung ist, aber wir arbeiten weiter dran. Vielleicht klappt es nämlich trotzdem. Vielleicht klappt es trotzdem. Ach, komm schon! Dankeschön. So, dann... wie jetzt? Was? Okay. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es überhaupt nicht. Das war mein Lösungsansatz. Wie sehe ich das orange Portal gleich auf den Boden setzt, statt es im Sprung zu machen? Ah, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja, yeah, das stimmt. Stimmt, wenn ich jetzt hier mache, dann kann ich direkt... Stimmt. Und damit komme ich dann vielleicht da oben hin, aber... gibt mir auch nichts. Oh mein Gott, ja, yeah, warum habe ich... Ja. Yeah. Okay, ich glaube, das ist die Lösung. Aber für was ist es die Lösung? Warum könnte ich von hier aus dann geschmeidig das Portal auch einfach woanders setzen? Ich muss nur noch herausfinden, von wo ich es hier hinsetzen soll. Ach, kann ich jetzt auch einfach... Oh, warte, 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 warte. Moment. Ich muss hier wieder zurück. Setzen wir das Blaue hier hin. Okay. Okay. Ich denke, das ist relativ nah an der Lösung, soweit an dem Punkt. Ich habe es komplett selber rausgefunden. Okay. Ich denke, das ist es. Ich denke, das ist es. So. Müssen wir noch den, machen wir das gleiche mit dem Blöckerich mal eben. So. So. Gehen wir hier rein. Jetzt fliegt er richtig. Easy. Dann mache ich das Ganze nochmal selber.
Da. Okay, komm schon. Komm schon. Yeah. Ich würde sagen, das war eine Geburt. An dem Punkt können auch die Credits rollen. Ich glaube, wir haben alles gesehen in diesem Raum inzwischen. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Huiuiuiuiuiui. Irgendwie bin ich nicht drauf gekommen, dass das so möglich sein kann. Ja, es gibt so viel mehr Sinn auf einmal alles. Jetzt sieht es auch aus wie ein tatsächliches Portal-Rätsel und nicht wie komische Scheiße, die ich mir irgendwie zusammendichte. Das war ein sehr wilder Raum. Ach, komm schon! Hä? Was ist denn? Versuche ich da eben vorzugehen? Warum? Hä? Stimmt denn jetzt nicht? Ich will dich nicht verarschen, ich verstehe es nur nicht. Warum klappt es nicht? Warum geht's nicht weit genug nach vorn? Komm schon. Portale? Ich bin doch vor. Achso, da können wir rüber. Okay. Ich meine, man kann da aber auch anders rüber. Das hat davor schon geklappt. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ja, für mich war hier keine optimale Lösung gerade. Puh, das war eine Geburt. Ja, zum ersten Teil mal nicht die Companion Cube verbrannt, du Monster. Mit ihm wäre das Rätsel viel leichter. Das stimmt. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Ich jetzt zwei Laserstrahl. Nee, kommt immer nur einer raus. Es geht dann direkt auf die Mitte? Yeah, okay. Dann lassen wir den bisschen. Ah, fuck. Also pass mal auf, den kriegen wir hin. Darin habe ich doch Übung soweit. Au. Pass mal auf. Jetzt geht's auf den linken zu. Wenn ich hier reinschieße, kann ich von hier aus dann den erwischen. Au, das ist ja gut. Und hier direkt die goldene Mitte. Ha. Es war nicht ganz so schwer wie der letzte Raum. Au. Wir gehen außen rum. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. So sieht's aus! Wir wissen aber das Spiel bis jetzt. Übrigens, dein Avatar mit dem Portal und rechts ist super. Dankeschön und ist spaßig. Ja, auch wenn ich natürlich beim einen Raum wahrscheinlich nicht so lange hätte brauchen sollen, aber. Eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen,
aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Die letzte Tüte Konfetti! Und ausnahmsweise wurde ich mal nicht Fetti genannt. Haben wir ein paar Konfettis hier? Blau? Ah, warte. Schalter drücken. Oh, da drüben. Nein! Wer hat das Licht ausgemacht? Ich war so bereit, das Rätsel zu lösen. Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Oh, das ist Hockey. Jo, ich bin... Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht. Lauf! Lauf! Oh. Na los! Ich laufe! Nur nochmal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Hetz mich nicht. Ich bin voll mit Schoki. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Ja! Im Moment jedoch, lauf! Ich hasse Nervengift. Dabei warst du schon fast beim letzten Test. Seh, ich war doch schon fast fertig mit dem Spiel. Warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Hey, warte mal. Wo gehst du hin? Wie niedlich. Ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Oh. Der Würfel hat gelb geleuchtet. Oh. Oh, das ist das Nervengas. Ich dachte, ihr müsst Rätsel lösen da drüben. Okay, wir hauen ab. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Oh. Ja, für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Ah, unglaublich. Wer würde darauf reinfallen? Nee. Na los! Bin unterwegs. Was haben wir denn hier? Oh. Was passiert da drin? Kannst du da raus? Ich versuch's. Ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf. Auch wenn es spät ist, ich hab's zumindest versucht. Danke, ist ein bisschen spät, aber danke. Warte, ich muss hier raus. Kann ich nicht irgendwo lang kriechen oder so? Nee. Portal Nummer 1! Warum haben wir die 2? Oh, hier. Hab's herausgefunden. Mir geht's gut, super, los! Ja, mir geht's auch gut, super, los! Hier lang! Ich bin unterwegs. Kann ich da zurück? Nee, die weißen Wände sind nicht mehr für mich erreichbar. Okay. Warte. Easy. Sieh, ich weiß doch Bescheid. Los. Weiß doch Bescheid. Wo ist eigentlich das Konfetti? Die letzte Tüte, die mir versprochen wurde. Es gibt nichts Nervigeres als Konfetti. Möchte ich mal so in den Raum werfen. Oh Gott! Ich bin unterwegs, Hockey! Ich bin unterwegs! Yeah. Ich bin unterwegs. Fahrstuhl? Fahrstuhl ist immer sicher. Puh, stell ich mal vor, ich wäre da jetzt noch drin gewesen. Das wäre sehr unangenehm. Und ja, ich habe Portal 2 nie durchgespielt. Soweit wie ich jetzt gerade bin, ich habe es nie gespielt. An dem Punkt ist das Einzige, was ich von dem Spiel noch kenne, der letzte Bosskampf. Den habe ich in ein, zwei Videos gesehen im Laufe der Jahre. Aber ansonsten, ich habe nie die leiseste Ahnung. Ja, Wheatley ist halt wirklich wie Hockey.
Es wird mehr, je weiter das Spiel geht. Vor allem, als er auf einmal seine Schweiz angefangen hat. Ja. Ah ja. Ich habe hier eine Portal Gun. Hallo? Ja, das bin ich. Das ist Vorbereitung auf Resolution. Oh, nein. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht. Alles gut. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ich bin bereit! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ja. Ähnlich ist es mit dem Bausparvertrag. Ganz schön dunkel hier, was? Wir sehen ihn, Haus bauen. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Na, schon ein bisschen uncool. Außer von Pim Blue, ein frischer Sub, wie lieben Dank. Mein Bausparvertrag wird bald ausgezahlt. Du kannst dich fühlen wie Wheatley. Oh oh. Ja, wie soll er noch nicht runter? Ich habe das Gefühl, wenn man Portal 2 hat, dann braucht man keinen Portal 1 mehr. Versuch rüber zu springen. Boah. Zum ich Thema, ich bin bereit. Dann muss hier irgendwo sein. Nächste Woche sieht ziemlich gut aus mit dem SpongeBob-Video, falls sich daran noch erinnert. Also das erste SpongeBob-Video. Ich werde diese Woche noch eins über SpongeBob-Comics aufnehmen, aber... Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Dankeschön. Oh, das ist so nett von dir. Eine Menge SpongeBob-Videos demnächst auf jeden Fall. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Dankeschön. Oh, schön gemacht. Yeah! Wir sind ein gutes Team. Schlatto Bikini Bottom. Nein, ich habe Rückblick auf SpongeBob generell, auf die ersten drei Staffeln. Und dann kommt noch ein Video über die SpongeBob Comics, mit denen ihr natürlich vertraut seid. Schnell, hier lang. Ja, gehen wir da mal rüber. Nein! Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet, aber warte mal. Vorsicht! Naja. Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Naja. Ich habe letztens wieder die ersten vier Seasons gesehen. Warum vier? Willst du Gary komm heim hören? Das Original. Oh, schön gemacht. Also diesmal werde ich springen, nicht nur rüberlaufen. Gott! Was ist denn? Was ist das denn? Ja, Staffel 4 hat viele Klassiker, aber es ist halt anders. Ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Das ist auch gefährlich. Kommt ein Video über die Comics, auch sein Vermieter vor der fast so aussieht wie er selbst? Ich befürchte leider nicht. Lust auf eine Jetzt hat's Geschichte. Geklappt. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Vetternwirtschaft. Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Er ist so sehr wie Hockey, es ist nicht mal mehr lustig. Es ist nicht mal mehr lustig.
Generell übrigens aktuell, ich will jetzt kurz anmerken, bevor ich weitergehe, okay? Ich meine, wir haben bisher noch nicht genug Zeit verschwendet. Ich habe hier in der Weihnachtswoche, beziehungsweise in der Neujahrswoche von Weihnachten auf Neujahr, das war meine freie Woche. Ich habe sehr viel Videospiele gespielt, hauptsächlich. Und ich sag's euch, seit ich wieder zurück bin, bin ich motivierter denn je. Und genau, es kommt dieses Rückblick auf SpongeBob-Video. Ich meine, es habe ich im November aufgenommen, aber Johnny hat ein bisschen, er hat es ein bisschen spät editiert. Das kommt demnächst und dann habe ich drei Skripte fertig geschrieben, Verzeihung. Eins ist, was wurde eigentlich aus Empire Earth? Das werde ich nächste Woche dann so weit aufnehmen und sowas. Dann das über die SpongeBob-Comics. Werde ich morgen aufnehmen und dann zum Editieren an Marco weiterschicken. Und dann noch ein Video über die Donkey Kong Cartoon, was ich aufnehmen und dann an Eloban weiterschicken werde. Das heißt, ich hab ziemlich viele Videos auf quasi vorbereitet und sowas. Und die werden alle innerhalb von relativ kurzer Zeit kommen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube, ich bin inzwischen auch kein Fan mehr von dem Gedanken daran, dass ich, sonst ist mein Plan gewesen, dass ich pro Woche vielleicht ein, zwei freie Tage mache. Aber irgendwie ein freier Tag pro Woche ist Müll. Ich weiß nicht, wie sehr ihr in der Selbstständigkeit oder so unterwegs seid. Ich denke, das ist Müll. Eine Sache, die ich, glaube ich, wirklich anstreben will, ist, dass ich auf vielleicht einmal pro Monat fünf Tage oder so mache. Ich glaube, das wäre der Lifestyle für mich. Was ich auch ganz gut machen kann, ohne allzu viele Dinge, Montag, Dienstag haben wir Bubenaufnahme. Das heißt, die mache ich noch und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag komplett frei und dann ja Sonntagabend dann wieder selbst als Sonntagstream. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die ich vielleicht schauen, wenn ich das einmal pro Monat oder so mache, weil, mein Gott, diese Woche, in der ich nichts gemacht habe, die hat mir so viel Energie gegeben. Ich kann nicht wieder jetzt dann für die nächsten Monate bis Weihnachten ist, irgendwie im Energiesparmodus unterwegs sein, versteht ihr? Ich mache mir keine Sorgen, dass ich mich dem Burnout nähere oder so. Aber trotzdem. Ist halt doch ein bisschen auslaugend, wenn man nicht wirklich die freien Tage. Zwei freie Tage pro Woche sind halt auch nicht. Wüsste ich nicht wirklich, wie ich das regelmäßig machen sollte mit meinen Plänen. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Das sind alles Dinge, die Hockey so eins zu eins sagen würde. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaub's nicht. Habe ich mal vor, ein Video über die Serie Bob Moran zu machen? Nein, ich denke nicht. Gibt's Spiele, die du für 2024 vornehmen willst? Also keine neuen Spiele. Wenn wir von Spielen generell reden, auf jeden Fall Portal 2 ist eins und Dead Space 2 würde ich gerne spielen. Ja, langsam wird die Ähnlichkeit beunruhigend. Aber wir bauen hier ein paar Turrets zusammen, die werden mich bestimmt nicht umbringen. Interessant, dass diese Fabrik doch funktionstüchtig ist. Oh, das sieht cool aus. Da würde ich gerne runterrutschen. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Viel Glück. Portal 2 sollte so doppelt bis dreimal so lang wie Teil 1 sein. Vielleicht hat Hockey zu oft Portal 2 gespielt? Vielleicht. Kann ich hier in Portalen denken? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen einfach mal runter. Ja, sogar das Auge war blau. War ein Gothic. Ich glaube, ich würde unglaublich gerne mal Gothic 2 im Stream spielen, aber. Gothic 2 ist so ein Spiel, das sehr viele Hardcore-Fans hat. Ich glaube, die werden da ein bisschen. Oh oh. Ich glaube, da haben wir dann ein bisschen toxisches Backseat-Gaming. Ehrlich gesagt. Vielleicht hat Portal 2 zu viel Hockey gespielt? Ja, vielleicht. Kann sein, da kommt noch eine Menge. Ja, wir sind noch nicht zu weit. Aber wir sind noch nicht fertig für heute. Stream ist da wahrscheinlich keine gute Idee. Ja. Ich hätte nach Ausbildungsbeginn zwar 10 Tage Urlaub, aber ich sollte die für die Weihnachtszeit aufsparen. Konnte aber dementsprechend den ganzen Dezember zu Hause bleiben und ich will nie wieder so lange ohne eine Pause arbeiten. Ja, es ist schon sehr nervig. Schon sehr auslaugend.
Wenn du dich mit Livestream in die Gothic 2-Kategorie begibst, werden sehr viele Pro-Gamer kommen. Ich mache mir da mehr Sorgen um YouTube, ehrlich gesagt. Ist das VTuber möglich? Quasi. Quasi, quasi, quasi. Hier haben wir Flachbildschirme haben die hier. Mein Gott. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Nein, PNG-Tuber ist das gleiche, aber low budget. Ich weiß nicht, ich will nicht der Typ sein, aber ich denke, ich finde Zeichnungen schöner als die 3D-Models. Die sehen nämlich immer aus wie Charakter, der aus einem PlayStation Vita-Port stammt. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ja, ja, ich werde gleich. Hier können wir runter. Easy. Easy. Aber Sie davon werden Sie selbst das Sonntag wieder mit der normalen Kamera machen, okay? Ich bin anders. Thank you. Ich werde dich retten. Ich erinnere mich an dich. Warum redest du Englisch? Keine Limonade? Ups. Was mache ich jetzt damit? Wir sehen uns wann anders. Hey, ich bin nicht kaputt. Bam, 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 bam. War es Portal 1 oder 2, wo man rosa Cube durchs ganze Spiel tragen konnte? Klingt nach Portal 1. Oh. Ganz entspannt hier. Wir sollen entspannt bleiben. Was machen wir denn? Oh, da hinten will ich hin. Okay, easy. Ist ja alles gar kein Problem. Wir müssen einfach nur ein bisschen geschmeidig bleiben. Wir haben letzten paar Jahre hinweg auch 3D-VTube-Models lieben gelernt, im Zusammenhang mit den Charakter, denn da ich viel PNG-Tuber auch ein bisschen mehr. Ich meine, es ist beides ein bisschen nervig, weil du immer manuell, wenn du andere Emotionen haben willst, das umändern musst. Was, ja, es ein bisschen nervig macht. Ich wollte an sich prinzipiell bei den Streams unter der Woche eher ohne Cam generell streamen. Dann dachte ich mir, ja, ich hab doch den Avatar, kann ich den reinpacken. Vor 2 Wochen auch Portal 2 angefangen, so ein gutes Spiel. Hast du es mal durchgespielt? Vorlage. Oder auch immer gedrückt. Oh oh, oh oh, oh oh. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Ist eine Herausforderung, aber genau für solche Zwecke, jetzt sind sie halt praktisch. Oh, Vorlage. Ja. Du hast es geschafft. Antwort. Mir nach. Hallo. Das wird dir gefallen. Ich folge dir. Vorlage. Sind fast da. Damals zu Release nur den Koop durchgespielt. Ich habe auch nur den Koop vor 10 Jahren oder so mal gespielt. Ja, was ist überhaupt Port Revolution? Das war ein Fangame, das irgendwie einen einzelnen Series bekam, oder? Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Tada! Sieh mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Das wäre ganz hilfreich für mich.
Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Antwort. Nach wie vor erinnert mich so sehr an Hockey. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Antwort. Okay, das sollte genügen. Und weg damit. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Vorlage. Fällt dir etwas ein? Antwort. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Vorlage. Antwort. Fließband anhalten. Vorlage. Denkst du noch nach oder Antwort. Was ist los? Vorlage. Antwort. Hallo. Okay, das ist was nicht. Vorlage. Antwort. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Ja, das machen wir. Wir denken beide in aller Stille nach. Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Ich meine, hier kann ich ja nichts machen. Hier sind ja nur... Oh, mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Fände ich fair, ehrlich gesagt. Nein, das Blinzeln wird nicht getrackt oder so. Ich habe keine Kamera an. Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Okay, ich kann noch nicht weiter. Okay. Moment. Wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner und sehen, was passiert. Antwort. Hallo. Ja, wie komme ich da ran? Vorlage. Antwort. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Kann ich zurückgehen und den holen? Antwort. Vorlage. Ja, vermutlich kann ich zurück. Vorlage. Den kann ich ja gar nicht hier durchnehmen. Da ist ja so ein Vorlage. Teil dazwischen. Antwort. Oh. Vorlage. Antwort. So ein Zufall aber auch. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Was hier? Ist das ein Ausbruch? Ich kann nicht sehen. Ja, okay. Yeah, auf geht's! Du wirst doch deinen großen Auftritt Antwort. Bekommen. Ja, Hockey hat einfach die Lösung verraten. Vorlage. Oh, klasse, du hast einen. Ja, stell ihn da rein. war einfach die Lösung. Es klappt. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay. Was passiert mit dem? Weg damit? Okay, der Meisterhacker. Weg damit. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Stark. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Ich glaube, die Tür ist offen, Wheatley. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Ja, das wäre gut. Das Nervengift, das fand ich sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Sehr, sehr, sehr unbehaglich. Das ist ein netter Raum hier. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Potato Power. 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Ich bin halt da wirklich sehr überrascht, dass alles, was er sagt, sie einfach mir eins zu eins vorstellen könnte, dass Hockey sowas sagen würde. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Ja. Was halten wir davon? Nein? Okay, es war auch nur eine Kartoffel. Naja.
Oh. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ich hasse das. Ich hasse das hier gerade sehr. Ja, einfach alles daran. An einer der Plakate steht Shells Name. Das ist cool. Oh, die ganz große Kartoffel, von wem die ist, soll ich schauen? Oh. Oh nein. Oh nein. Ich habe übrigens absolut keine Ahnung, warum die Nachricht von warum große Kartoffel vom Twitch-Auto-Mod aussortiert wird. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ich meine, ich schätze, man kann Kartoffeln als Genitalien auslegen, denke ich, irgendwie. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja, wenn du nur Großkartoffel schreibst, Twitch Automod entfernt das. Das ist so komisch. Resi 4 Flashbacks. Nein, dieses Gewächs an der Decke, es erinnert mich an jedes Horrorspiel, das ich gespielt habe. Und ich habe 3 Stück davon im Jahr 2023 gespielt. Und das Beste war Alan Wake 2. Danke der Nachfrage. Ich stream gleichzeitig auf YouTube und Twitch. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Oh! Größer als ich dachte, den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Ja, ich glaube, wenn wir den umkippen, wäre das nicht so gut. Da schauen wir am besten mal nach. So eine Art Kontrollraum. Kein Kontrollraum, aber so eine Art. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen, irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Grausam. Na, der eine hatte Spaß. Der eine hatte Spaß. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hecken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Gut. Besinnliche Stille also. Rätselhafte Taste. Oh, Entschuldigung. Stille. Kein Wort. Wo könnte ich noch? Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sind sie herab. Er macht mich gerade verrückt, wisst ihr das? Schweigen. Ab jetzt. Er macht mich gerade absolut verrückt. Dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zum Schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Ja, halt mal, ich versuche gerade. Dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Aber die Schnauze, ich versuche gerade. Jetzt. Nachzudenken. Schweigen. Oh. Gute Neuigkeiten. Ich kann nicht das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings Passwort geschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Muss ich immer noch irgendwo das... Oh, da kann ich rein. Okay. So, ich habe noch das eine Portal hier. Wer lässt die Spiele beginnen? Oh. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Runter auf 50%.
Tja, nicht viel Nervengift in diesem Raum. Halt die Stimme von Brad Pitt? Ja. Hey. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Ja. Wahrscheinlich sollte ich hier abhauen. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Nein! Das Nervengift kann doch nicht untödlich sein. Oh, vielleicht hätte ich das anschauen sollen. Oh, wir sind unterwegs. Hey, das ist die letzte Tüte Konfetti. Die letzte Tüte Konfetti. Und ja, das Gift nervt niemanden mehr. Tja. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Kein Konfetti mehr auf dieser Welt. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ja, das ist ganz nett. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Ich glaube, wenn man das Spiel VR spielt, muss man eine Windel tragen. Bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Au. Das ist die falsche Richtung. Na, wir sehen uns. Ich komm nach. Ja, wir sehen uns dann später. Eine Windel auf dem Kopf? Ja, oder so. Nein, das ist doch nicht wie Sonic oder Futurama. Das ist doch wie der Mario. Der ist auch durch Röhren unterwegs. Ach. Jetzt erstmal ein bisschen Pause von Wheatley. Bin ich jetzt nicht so schlimm. Also, ich mag das immer, wenn man in Videospielen einfach so unglaublich riesige Umgebungen sieht, die so fast schon unvorstellbar groß sind. Ich meine, was ist das überhaupt immer am Boden von diesen riesigen Fabriken? Ich finde das immer ziemlich beeindruckend. Oh, hey, so ein Zufall aber auch. Oh, GLaDOS Emergency Shutdown. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Speck! Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Ja. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Ja. Yeah. Im Ernst, mach's gut. Oh. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Vorhand! Ah, nicht schon wieder. Mein Plan ist aufgegangen. Tja. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Hey. Zentraler Kern zu 80% beschädigt. Ja. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Ersatzkern. Du bist angeschlossen, mein Freund. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern. Jawoll. Transfervorgang. Nein. Oh ja. Nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Hol mich raus. Außer ein Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Tu es nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf. Du weißt nicht, was du tust. Nicht so schnell. Hey. Denk darüber nach.
Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Ja, das stimmt. Nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Was sagst du? Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Meinst du mich oder ihn? Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Finde ich ein gutes Argument. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Oh. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zwar, okay, wie du Knöpfe drückst. Yeah. Die beiden Sachen mag ich so an dir. Deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Oh ja, stark, ja. Was sagst du? Bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch meine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Yeah. aus. Eine echte Problemlösungsexpertin, die einfach nur Knöpfe zum Draufdrücken braucht. Ah, jetzt bin ich überzeugt. Jetzt bin ich überzeugt. Ach ja. Entschuldige, wenn ich nochmal dazwischenfunke. Aber wenn du die Taste nicht drückst, sind die Nervendurchdüsen wieder online. Und dann wird sie dich bis oben hin damit abfüllen. Ich will dich nicht hetzen. Denk einfach mal darüber nach, wenn du einen Augenblick der Muße gibst. Hey, das finde ich jetzt ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Ich dachte, ich kann mich davon wegschleudern lassen. Easy, hab's geschafft. Knopf gedrückt. Oh, was passiert denn hier vorn? Wird Wheatley jetzt GLaDOS? Los geht's! Das fände ich ganz lustig. Wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Ihr habt doch gar, ihr könnt doch gar keinen Schmerz fühlen. Das tut wirklich weh. Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird. Ah! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! Nein! Oh. Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage. Stark. Schau dir das an. Nicht schlecht, was? Ich bin mir sicher, er wird die Macht nicht zum Bösen nutzen, richtig? Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Ja, bisher ist auf meiner Seite. Dieser Hockey. Ich kann mich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen? So riesig wie ich bin. Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Yeah! Das Problem sind dann nur die rumfliegenden Glasscherben, wenn ich in den Lift geschossen komme. Besser in den Lift geschossen, als in den Lift geschissen. Los geht's. Ich hab immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Ah, da war noch mehr Konfetti da. Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Stark. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so fertig. Und wir haben das Spiel durchgespielt. Easy. Der Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Lacht böse. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Ich mag den neuen Hockey nicht mehr. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt
lebt sie darin. Oh. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Gehirn festgesetzt und einen endlos starken dummer Ideen erzeugt. Nein, was für ein Gehirn? Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Oh, wenn das Hockys Schicksal ist. Huiuiuiui. Oh. Ja, du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Hä? Könnte ein Schwachkopf das? Oh, ich hab Gladys dabei. Also. Ihr erinnert euch ja noch an die Keksgeschichte, okay? Wir müssen nämlich über, weil jemand gesagt hat, jetzt ist ja gar nicht mehr wie Hockey. Ich möchte kurz über die Keksgeschichte reden. Denn, also die, mit dass ich zuerst die Kekspackung durch mitgenommen habe. Und zwar, ich habe in der Gruppe, habe ich was darüber geschrieben. So habe ich geschrieben, ich wollte einkaufen, habe natürlich aus Trotz wieder die gleichen Kekse gekauft. Dann meinte die Frau in der Kasse, dass ich beim letzten Mal meine Kekse vergessen habe und sie diesmal nicht zahlen muss. So bekam ich doch noch meine Kekse. Und dann habe ich doch geschrieben, auch wenn Hockey alles in seiner Macht Stehende tun wollte, um das zu verhindern. Das habe ich heute geschrieben, um 8.43 Uhr. Hockey meinte daraufhin, die Frau war sicher hübsch und dann meinte er 3 Fragezeichen. Ganz recht. Dass Hockey sich als ein Bösewicht herausstellen wird. Ich wusste es heute, als ich aufgestanden bin, wusste ich, dass es passieren wird. Hallo. Na, wie läuft's? Die 3 Fragezeichen, quasi. Oh, hallo. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt. Den haben wir also. Okay, bekämpfe jetzt Ridley. Oh. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Oh. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich könnte. Nee, ich kann nicht. Au! Es ist ja alles gut gegangen. Ist ja alles gut gegangen. Warum? Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich bin noch mit dem Internet verbunden. Warum ist der Stream? Hä? Warum? Mein Internet war die ganze Zeit über nicht weg. Wow, ich bin mit Twitch auch wieder verbunden. Ich bin... Ja, wir sind wieder da, aber mein Internet war gar nicht weg während der Zeit gerade. Ich habe mir extra diesen fucking Router mit der... diesen SIM-Karten-Router gekauft, damit die Scheiße nicht mehr passiert. Und jetzt passiert's wieder. Ich verstehe nicht mal, warum mein Internet war nicht mal weg. Beziehungsweise war... Chatverbindung war auch kurz unterbrochen. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Das geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, muss ich gestehen.
Das heißt, warum passiert das wieder? Warum ist das eine Sache, dass die Verbindung kurz abbricht über diesen, wenn man über die fucking SIM-Karte online ist? Das kann doch nicht sein. So eine Scheiße. Also wirklich. YouTube läuft überhaupt nicht ohne Probleme. YouTube war genauso kurz weg. Es funktioniert einfach nicht. Das ist so eine Scheiße. Nee, es funktioniert nicht. Jedes Mal aufs Neue. Ich kann... Oh mein Gott. Es geht mir so auf die Nerven. Der fucking Router hat 500 Euro gekostet. Ihr wollt mir sagen, es hat nichts gebracht. Es ändert nichts daran. Es ist immer noch die gleiche Scheiße, dass die IP-Adresse alle paar Stunden aktualisiert wird. Es hat nichts gebracht. Ja, so eine Fritzbox, damit man eine 5G-SIM-Card verwenden kann, die kosten 500 Euro. Wir dachten zumindest, dass es am Handy daran liegt, dass es verschwindet, aber... Ich habe keine Ahnung, jetzt ist wieder passiert. Ich dachte, es würde nicht passieren, wenn man einen Router hat, statt ein Smartphone dafür, aber es ist wieder passiert. Stellst du dich nicht wegen Zeug, das du nicht ändern kannst? Wenn der Stream abbricht, sind auf Twitch ungefähr 30% der Zuschauer weg, bis der sich wieder verbindet. Das killt den gesamten Stream, wenn es abbricht. Auf YouTube fängt es sich relativ schnell immer. Wir dachten, das sei der IP-Adresse. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ich weiß nicht, woran es an dem Punkt liegt. Es scheint auf jeden Fall nicht zu funktionieren. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Wir sind hier runtergestürzt. Ja, es ist halt so eine Scheiße. Also wirklich. Unglaublich. Vor allem, ich bin gerade mal seit 3,5 Stunden online. Warum ist es jetzt überhaupt passiert? Naja. Schauen wir uns mal um, weil meine Laune ist natürlich sehr angemessen, nachdem ich weiß, dass ich nach wie vor immer noch nicht richtig streamen kann. Außer von Casey Celiasus, Gifts up für Cyberbone. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, sogar die Laune ist in den Keller gefallen. Ich liebe es als der erste Stream, womit ich die Scheiße testen wollte, und es ist direkt das gleiche wieder passiert. Einfach fucking nutzlos in jeder nur denklichen Hinsicht. Es hat nichts gebracht. Schauen wir uns um. Ich habe eine Portgun behalten. Irgendwo kann ich hier doch hoch. Also von XLuka gibt's ab für Grakia. Vielen lieben Dank. Ich hab keine Ahnung, ob das mit der IP-Adresse stimmt, seit irgendjemand vorgeschlagen hat. Das klingt sinnvoll. Das Router noch umtauschen. Hoffe ich. Keine Ahnung. Das Problem ist halt, dass ich den irgendwann vor Weihnachten geholt habe, aber keine Lust hatte, das einzurichten, weil ich über die Zeit eh nicht gestreamt habe. Irgendwie ist hier drüben aber auch nichts. Außer von Gremgal Gaming. 6 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Hast du jemanden, der sich auskennt, was mal angucken könnte? Also jetzt mal nichts für ungut, aber es ist eine Frage gerade, ob ich mal versucht habe, das Problem zu lösen. ich meine, dahin kann ich Portal setzen. Außer von Mr. Nonconform, 1000 Bits. Vielen lieben Dank.
Citroen mobiles Netz. Ja, ich habe mir so einen Router mit 5G gekauft. Vor allem es ist nicht mal so ein Problem, dass das Internet dann kurz weg ist. Das Problem ist halt immer, dass auf Twitch so viele Versuche braucht zum Neuverbinden. Auf YouTube ist halt nicht so wild. Ich bin da für 10 Sekunden oder so weg. Ich glaube, länger ist es nicht mehr auf YouTube. Aber auf Twitch ist halt direkt dann über eine Minute. Das ist halt schon sehr scheiße. Ich weiß auch nicht genau, warum so ist, dass auf Twitch dann super viele Versuche braucht, bis ich neu verbinden kann. Irgendwie 6 Versuche oder so. Die jeweils 10 bis 20 Sekunden dauern. Und das ist ein bisschen nervig. Bisschen sehr nervig sogar. Außer von der Ziliasus, er gibt's dafür Miomas. Vielen lieben Dank. Ja, shit, wo kann ich nach oben? Muss ich nach oben? Ich glaube, ich soll mich hier unten umschauen. Ich glaube, ich will nicht mal nach oben. Reinkriege oder so, aber. Oh. Oh. Nee, ich glaube, das ist nicht. Leitern wollen wir auch eher nicht hochgehen. Gibt's Leitern in Portal? Ja, nicht, oder? Ich meine, hier kann ich ein Portal setzen. Oh, da drüben. Da drüben! Dann können wir da hoch. Oh, wir sind schon quasi bei den Credits. Wir sind quasi bei den Credits an dem Punkt. Drüben will ich, glaube ich, als nächstes hin. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, weil was. Ist doch eine weiße Wand. Hier will ich nicht runter. Sehe ich den Himmel hier eigentlich? Oder ich glaube, ich bin immer noch in der Fabrik. Ist einfach nur ein bisschen gecrashed. Na, wir sehen nicht den Himmel. Du hast dich ja vorhin gefragt, wie es in endlosen Abgründen aussieht. Da war es ja auch schon so kaputt davor. Oder ist es ja zwischendurch jetzt, während ich GLaDOS gestürzt habe, passiert? Nicht betreten? Ich wüsste nicht, wo ich. Ich kann da oben mal rein. Wir gehen mal hier hoch. Warum ist hier eine Wand? Welchen Zweck erfüllst du, Wand? Ich kann die Türen generell... Ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Ich habe keine Türklinke. Clever! Kann auch ins Scope gehen, oder? Ja, man kann ein Stück weit näher ranzoomen. Jetzt ist die Stelle im Spiel, in der man näher ranzoomen will. Wie viel mehr sehe ich dann aber auch nicht. Oh Gott. So viel, so riesig hier alles. Von da hinten kam ich, glaube ich.
Da hätte ich auch so schon vorhin hingehen können. Warte mal. Oder hätte ich? Ich glaube, ich war auf der anderen Seite, oder? Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite von den Türen, durch die ich nicht durchgehen soll. Verstehe. Außer von Sargon von Demon Eye. 300 Bits. Vielen lieben Dank. Ein Portal geht's da, um Portale zu setzen. Ich glaube, wir sollen ja nicht reingehen, aber wir folgen einfach mal weiter dem Weg. Wir gehen einfach mal weiter. Ich bleibe auf dem Rohr. Ich werde nicht auf dem Boden trampeln. Ich weigere mich, auf dem Boden zu trampeln. Stellt er sich absichtlich so an? Was willst du denn? Ich habe nicht mal so lange gebraucht dafür. Ich habe mich hier umgeschaut. Wir können da mal eben hochschauen. So, was haben wir hier? Ja, ich habe so eine Theorie, wie ich da rüberkommen könnte. Ich glaube, der Kampf gegen GLaDOS in Teil 1 hat auch so funktioniert, oder? Dass man die Schalter innerhalb von einer gewissen Zeit mit Portalen erreichen muss. Kann ich da einfach hoch? Wir können einfach hoch. Klettern wir einfach nach oben. Wofür wäre so eine riesige... Was ist diese Tür? Wofür ist sie gut? Da finden wir es heraus. Wow. Okay, das ist also... Das ist ja... Das ist der Typ, der die Powerpuff Girls erschaffen hat. Der hat immer ein paar miese Flüssigkeit, von denen man sich fernhalten will. Ja, natürlich ist die Geheimformel der Krabbenburger. Also, ich habe einen SpongeBob-Comic gelesen. In dem war die Krabbenburger-Geheimformel wieder mal die Reihenfolge, nicht die Soße. Ich glaube, ich mag aber auch die Geschichte davon lieber, dass es an der Soße liegt. Ist klarzustellen, ich schaue es an zu, ich enjoy den Stream sehr. Manchmal frage ich mich, wie du manches nicht siehst. Sorry, falls es scheiße rüberkam. Ich meine, in der Situation war es nicht mal... Ich habe nicht mal lange gebraucht dafür. Aber ja, so ist es in der Regel mit Spielen, denen es um Rätsel geht. Mietet ihr eine Art Streaming-Server, über den du dann online gehst und quasi ein Signal dorthin streamst? Quasi wie die ganzen RL-Streamer es machen, da bleibt der Stream online beim Abbruch. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. So wirklich. Kommen wir da irgendwo hoch? Oh, warte, wir wollen hier rein. Warte mal, ich kann Portale setzen. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Versteht ihr? Portale. Ihr müsst mit Portalen denken. Das ist die Lösung des Problems. Ich bin Faith Johnson. Mir gehört die Firma.
Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Oh, wir bekommen hier die tiefe Portal-Lore, wie mir scheint. Leider ist ja schon vergeben, Freunde. Da ist doch nicht fair, sowas. Shit. Hey! Ja, so viel es hätte klappen sollen, okay? Ich meine, ich kann noch ein bisschen weiter rechts. Auf deiner Seite kann ich da auch nicht direkt rauskommen. Warte mal, wir müssen... Shit. Oh Gott! Okay. Das kriege ich nicht hin. Ich habe... Oh, da oben. Vielleicht ist es gar nicht mal irgendein Rätsel. Ich muss einfach nur hochgehen. Ich habe nicht vor, diese eine... Portal 2 Fangame, was auch immer es ist, zu streamen. Jetzt kann ich dann aber da rauskommen. So. Und so. Wünscht mir Glück. Fuck. Ach, komm. Komm schon. Zu weit oben, zu weit oben, zu weit oben. Sehe ich schon, Leute werden langsam unentspannt. Das ist okay, das ist okay. Ich bin auch enttäuscht von mir. Shit. Nein. Lass mal nicht so weit oben rauskommen. Okay. Wir müssen so durch. Also. Machen so. Und dann machen wir so. Easy. Ich glaube, das war nicht die Lösung. Wahrscheinlich will ich da vorne hin. Kann ich die Tür öffnen? Ich habe doch keine Ahnung. Warte. Kann ich auf diesem Schild was drücken? Ist nur ein Aschenbecher. Hier geht nichts auf. Kann ich auch nicht durchschießen.
Wir gehen mal nochmal hoch. Ich denke, ich will schon von da oben aus dann irgendwo hinspringen. Die Frage ist nur, wohin? Ich meine, das ist hier ja nicht zufällig. Wenn ich da rauskomme, werde ich... Aber ich werde dann durch das O geschossen. Finden wir es heraus. Yeah! Was ein Sprung! Und die Menge applaudiert. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßziel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay. Machen wir das. Das klingt jetzt erstmal nicht nach dem übelsten Test. Ich weiß nicht genau, was damit herausgefunden wird, aber das ist okay. Runter, hoch. Fahren wir hoch. Fahren wir doch mal nach oben. Es geht sehr weit nach oben. Der Cave Jones ist auf jeden Fall... Gewisse Ähnlichkeit mit Johnny sind nicht auszuschließen. Wie lange streamst du eigentlich noch? Nicht mehr zu lange. Mal schauen, was sich wie ein guter Zeitpunkt anfühlt. Um zu sagen, dass wir genug für heute geschafft haben. Sag mal, können wir das auch so setzen, dass es mich nicht umbringt? Dankeschön. Wenn du nach dem für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Was bringt das? Nee, ich kann hier nicht einfach so runter. War ich hier unten schon? Oh, Geländer. Ja, genau, hier bin ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Kann man den ganzen Turm zu Fuß runtergehen? Man kann den ganzen Fuß... Nee, komm. Das machen wir jetzt mal. Das machen wir mal ganz spontan nicht. So, wo könnte ich hier hin? Ich mag es aber, dass hier einige mehr so storylastige Elemente gerade sind. Ich will schon da drüben hin. Ich denke, wir wollen zu Alpha rüber. Und um zu Alpha zu kommen, muss ich da mich rausschießen. Ich glaube, ich hab's. Oder hab ich's? Machen
Ach, komm schon. Ah, wir können das auf dem Dach machen. Der Fahrstuhl ist auch nicht da. Ja, sieht doch ganz nett aus. Oh. Oh. Oh, das war der Aufstieg und Fall. Außerdem von der Ason. 2 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Am Samstag wollen Sammy und ich noch ein, zwei Isaac Runs aufnehmen. Johnny hat bestimmt ein Porträt von sich in der Wohnung irgendwo. Er ist der Typ für sowas. Alpha. Ja, das ist die richtige Fabrikhalle für mich, Freunde. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich fühle mich hier sehr heimisch. Kann ich hier? Nee. Nee, da können wir nichts eingeben. Kann ich da oben? Nee, da kann ich ja nicht drauf landen. Wo will ich denn hin? Wo wollen wir denn hin? Er hat ein Bild von sich über dem Bett? Kann gut sein. Gelflow? Oh, ach ja, stimmt. Es gab dieses Gelzeug, bei dem man dann irgendwie, wenn man drüber läuft, entweder super schnell wird oder springt. Daran erinnere ich mich noch so ein bisschen aus dem Koop-Modus. Aber ich kann hier also herumlaufen. Also wir können als nächstes dann hier mal eben rüber. Dann gehen wir doch hier hin. War doch gar nicht so wild. Ich hab gehört, über seinem Bett hängt ein Spiegel. Ja. Yeah. Ich bin übrigens immer noch nicht begeistert von euch. Ich weiß nicht, wer das haben wollen würde, wenn man bei seinem Bett an dem Kopfteil Spiegel hat. Ich weiß immer noch nicht, welchen fucking Zweck sowas erfüllen soll, um das mal in den Raum zu werfen. Nicht so bei Evacho. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Ja, yeah, schaff das alleine. Um sich beim Sex selbst zu sehen. Ja, das ist das, was mir in meinem Leben gefehlt hat. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Er hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Und wie hieß dieser Trottel, dem sie blaue Farbe gegeben haben? Ich kenne da nämlich jemanden, der eventuell... Ja, das war zum Springmann. Ich kenne da nämlich jemanden, der auch blaue Farbe hat. Ich denke, wir wollen einfach mal hier versuchen, rüber zu springen. Boing. Stark. Gar keine Lust auf den hier gerade. Naja. Heute zwei, ich bin drin aufgegeben. Das ist ein Schicksal, das mir nicht vergönnt ist. Die
Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Also den Tipp finde ich bisher nicht sonderlich lustig, muss ich sagen. Der hat mich noch nicht so ganz überzeugt mit seinen Kontrollgruppen. Das ist Johnny. Das erklärt einiges. Aber ich dachte eben schon unten. Wir will schon mal hier noch rüber. Wo ich weitergehe. Ja. Und jetzt? Ich schätze, wir gehen mal da drüben entlang. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Das heißt, yeah. Keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Beinunterschau auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Das habe ich nie getan. Ich bin nie ohne meine Bleiunterwäsche unterwegs. Ganz klare Sache. Das ist nicht die Mod, die kürzlich veröffentlicht wurde. Das ist einfach nur Portal 2. Was war das hier oben? Oh. Sehe, der Trick ist, dass man in Portalen denken muss. Ich sehe schon, 22 Uhr scheint die Zeit zu sein, wo es langsam ein bisschen spät für die Leute wird. Wir machen noch ein, zwei Rätsel. Na, jetzt rechts geht es um Portale. Das ist eine Sache, die viele Leute nicht wissen über das Spiel. Gibt es sehr viele Missverständnisse diesbezüglich. Und Supersprung. Oh, können wir ein paar coole Walljumps machen? Stark. Klappt das? Ich glaube, es klappt. Außer von Jojo Mama, 21 Monate. Resub, wie lieben Dank. Ich schätze, den will ich hier hinten drauflegen. Oh, das ist jetzt höher als noch davor. Glaube ich. Ne, was ist das von davor? Ne, das ist neu. Das ist neu. Oh, der höchste Sprung der Welt? Der höchste Sprung der Welt! Als du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Oh. Klingt eher nach Hockey an dem Punkt. Ey, für meinen Teil, gönn mir meine Krankmeldung morgen, also mach ruhig. Hauptsächlich will ich mit dem Spiel ganz gerne noch am Freitag fertig werden. Ziemlich schön, dass ich noch ein bisschen was heute soweit geschafft habe. Ich habe kein Postfach, man kann mir über meinen. Alle bestehen zum Schutz gegen Moment. Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Okay. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten.
Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ich bin über 30, also ich freue mich gerade. Es ist das Beste, das Beste. Genau, Postfach. Ich habe nicht direkt eins, aber kann mir einmal pro Monat über das Raft-Management-Dingens Paket zuschicken. Wonach aber tatsächlich vorhin schon jemand gefragt hat, mir eine Mail diesbezüglich geschrieben hat. Nicht die Kegelabende. Leider sind es die Kegelabende, die dir am meisten fehlen werden. Denn davon wird es keine mehr geben. Ich kann da oben. Aber was bringt mir das? Nichts bringt mir das. Exit. Dann könnte ich dann drunter springen und vielleicht dann falsch ansterben oder so. Das sieht doch verlockend aus. Das Beste ist super, habe ich ja bei meiner Freundin gewohnt und irgendwann haben wir herausgefunden, dass das halbe Haus daraus besteht, sehr altes Eigentum auf einem Dorf. Warum komme ich da nicht hin? Ich glaube, das ist das Beste Haus, will man eher meiden. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau. Yeah. So sieht's doch aus! Machen wir mal ein bisschen Gel hier hin. So. Ach komm. Komm schon. Yeah! Jetzt wird wahrscheinlich das da unten langsam relevant. Ich weiß nicht, wie ich zurückkommen könnte. Oh, okay. Oh. Und platsch. Dann machen wir hier drüben hin. Vielleicht nochmal hier. Das heißt, ich kann auch jetzt da drüben hochspringen. Easy. Portale sind weg. Also okay, das habe ich auch nicht anders verdient. Wo springe ich jetzt hin? Ich denke, das ist ein wichtiger kleiner Punkt hier gerade. Machen wir das. Wird rausgeschossen. Bounce darüber. Und wir sind am Ziel angekommen. Vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Das sollte schon eine normale Story von dem Spiel sein. Ich glaube, wir haben genug geschafft für heute, ehrlich gesagt, jetzt, wo ich noch das Gel soweit geschafft habe. Was haltet ihr von dem letzten Rätsel, wie ich das gelöst habe? Wie eine Eins, wenn ich das mal so behaupten darf. Ich kann mich sogar erinnern, dass sehr ähnliche Räume auch im Koop-Modus waren. Ja, ich würde sagen, nachdem ich das Achievement bekommen habe, dass ich das blaue Gel gemeistert habe, sind wir soweit fertig für heute. Morgen
um 18 Uhr machen wir dann weiter. Denn es ist an der Zeit für mehr Portal 2. Als ich diese Woche den Streamplan gepostet habe auf YouTube, das ist eine Sache, die ich ein pro Woche mache in dem Community-Tab, da meinte jemand, oh, vielleicht noch mit Freitag, wenn du nicht fertig bist, aber würde mich schon, beziehungsweise wird der Stream am Donnerstag schon sehr kurz sein. Ich habe das Gefühl, wäre mutig davon auszugehen, dass ich dass ich morgen direkt fertig werde. Ich meine, ich weiß nicht ganz, wie viel noch kommt, aber Leute, meinen, da kommt noch einiges. Kommt noch einiges. Ah ja, morgen machen wir auf jeden Fall weiter. Und ich bin morgen um 11 Uhr dann bei Ricky im Stream kurz, was ja sowieso Aufnahmen für YouTube eigentlich sind, aber ja, aktuell die ganze Zeit live ist es dann auch im Stream. Das heißt, wenn ihr reinschauen wollt. Oh ja, das dauert noch. Ja. Yeah. Bist gut dabei, ist eventuell ein Drittel? Ein Drittel? Oh Gott. Wird es sogar noch wirklich knapp. Oh ja, ich bin langsamer Spieler. Ich kann mir da nicht helfen. Aber gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Ich werde noch ein bisschen sauer darüber sein, dass mein Stream in der Tat ein weiteres Mal mittendrin abgebrochen ist. Das war ziemlich uncool. Es hat mir ein bisschen die Stimmung verhagelt, aber das ist okay. Ich weiß auch echt nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal in die Fritzbox-Einstellungen reinschauen. Naja. Wir sind erstmal fertig für heute. Ich werde mal das Spiel speichern. Speichern. Genau. Und morgen machen wir weiter. Ab 18 Uhr. Was für ein Leben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Was morgen ist. Bis dann. Tschüss.